begrüße Sie zu der Nachmittagssitzung und darf Ihnen Herrn Reiche als nächsten Vortragenden vorstellen, den meisten von Ihnen wahrscheinlich ohnehin bekannt. Herr Reiche vertritt die Disziplin Psychoanalyse, etwas missverständlich hier, einige Analytiker haben sich schon geärgert, ausgedruckt als analytische Psychologie. Das hat Herr Gruschka, habe ich mich erkundigt, extra gemacht, als Zitat von Adorno, weil Adorno das so bezeichnet hat. Herr Reiche vertritt aber gleichzeitig auch das Fach Soziologie, denn von Haus aus ist er Soziologe. Er hat in Berlin und Frankfurt Soziologie studiert, in Berlin 1969, hier in Frankfurt, sein Diplom gemacht und dann in den Sexualwissenschaften promoviert mit einer empirisch-soziologischen Untersuchung unter dem Thema Der gewöhnliche Homosexuelle, eine Schrift, die 1973 erschienen ist, zusammen mit Martin Dannecker, denn sie war hervorgegangen aus einem gemeinsam mit Martin Dannecker durchgeführten DFG-Projekt zwischen 1970 und 1973. Von 1973 bis 1982 war Herr Reiche an dem Institut für Sexualforschung hier am Klinikum der Frankfurter Universität Mitarbeiter und hat in dieser Zeit von 1973 bis 1980 sich zum Psychoanalytiker innerhalb der DPV am Sigmund-Freud-Institut ausbilden lassen. Seit 1991 ist er, wenn ich das hinzufügen darf, hochgeachteter Lehranalytiker der DPV hier in Frankfurt. Er hat sich 1991 habilitiert am Fachbereich Medizin mit dem Thema Geschlechterspannung, ein Buch, das von großer Wirkung gewesen ist und nach wie vor eines der analytisch für beide Fächer, also jedenfalls für die Soziologie kann ich das bezeugen, wichtigsten Bücher zu diesem Thema. Seit 1982 ist Herr Reiche als niedergelassener Analytiker hier in Frankfurt tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschlechtsidentität und ihre Störungen, Perversionen, psychoanalytische Kulturtheorie und die Psychoanalyse der Gegenwartskunst. Dazu hat er in der letzten Zeit sehr viel geforscht. Ich nenne weitere wichtige Veröffentlichungen über die Dissertation hinaus. Sexualität und Gesellschaft, eine Festschrift für Volkmar Sigusch, die er zusammen mit Martin Dannecker herausgegeben hat. Eine weitere Schrift, Mutterseelen allein, Kunst, Form und Psychoanalyse. Ein Buch, das vor kurzem bei K.D. Wolf erschienen ist, Sturmfeld, ja. Aber wenn ich nun schon so informell geworden bin, dann darf ich vielleicht abschließend auch sagen, dass Raimund Reiche wohl wie kaum ein anderer in der Lage ist, das Thema des Verhältnisses von Gesellschaftstheorie oder früher Marxismus, aber umfassende Gesellschaftstheorie und Psychoanalyse fortzusetzen. Er hätte an der Universität, darum haben sich einige, unter anderem auch ich, mich sehr bemüht, leider vergeblich, diese Forschungsthematik grundlegend erneuern können und dafür Spuren hinterlassen können in Form von Habilitationen und Dissertationen. Ich hoffe, dass es dennoch dafür auf die Dauer Äquivalente gibt. Immerhin hat Herr Reiche den Lehrstuhl von Frau Rode-Daxa drei Semester lang vertreten und jetzt wohl im vierten Semester gegenwärtig. Aber wie das mit den bürokratischen Bestimmungen so ist, das kann er auch nicht weitermachen, weil es eine Bestimmung gibt, dass man nicht länger als vier Semester vertreten darf, weil man sonst vielleicht sich einklagen könnte in so eine Professur, eine ziemlich absurde Vorstellung in diesem konkreten Fall. Aber das ist genau der Unterschied zwischen sozusagen fallspezifischer Bewertung und Subsumptionslogik. Herr Reiche wird seinen Vortrag
in zwei Teile gliedern und wir könnten das dann so machen, dass wir nach dem ersten Teil schon diskutieren. Der erste Teil wird sich beziehen auf eine Auslegung der Adornoschen Schrift über das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse Psychologie. Und der zweite Teil wird zeitdiagnostischem Versuchen gewidmet sein, die Herr Reiche auf seiner Erfahrungsbasis sozusagen mit Blick auf die zeitdiagnostischen Seiten der Adornoschen Tradition dann uns vortragen wird. Wir sind sehr gespannt. Meine Damen und Herren, lieber Ulrich Ilvermann, vielen Dank für die Einladung. Wie bereits korrekt referiert, zwei Teile. Und ich möchte vorschlagen, dass ich die auseinanderhalte und wir nach dem ersten Teil diskutieren, der eine Auslegung darstellt des Manifests von Adorno zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie. Und dann im zweiten Teil wird es über zeitdiagnostische Fragen gehen. Denn ich persönlich könnte nicht 70 Minuten zuhören. So viel ist es zusammen, das fällt nicht für besser. Ich habe ja so viel Zeit bekommen, dankenswerterweise. Ich beginne mit dem ersten Teil. In seinem Essay zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie aus dem Jahr 1955 hat Adorno mit allen Projekten und Illusionen einer Verbindung von kritischer Theorie und Psychoanalyse und einer Anwendung der Psychoanalyse auf Kultur und Gesellschaft abgerechnet. Dieser Essay trägt das Zeichen des Schlussstrichs. Zwar hat Adorno auch danach noch eine Weile lang auf bereitliegende psychoanalytische Argumentationsfiguren aus dem kulturanalytischen Repertoire zurückgegriffen, etwa in der Theorie der Halbbildung von 1962. Aber derartige Rückgriffe werden nach 1955 immer seltener. Der Höhepunkt, gleichzeitig das Ende seines Schaffens, bezeichnet durch die ästhetische Theorie, ist frei von jeder Verwendung von Psychoanalyse. Schaut man nur auf die manifeste Textgestalt. Gleichzeitig ist die ästhetische Theorie aber auch dasjenige Werk unter seinen Werken, das den Gehalt der Psychoanalyse wie kein anderes in sich aufgenommen hat. Im übertragenen Sinn verkörpert die ästhetische Theorie das, was wir von einem Menschen im Zustand nach Analyse, um nicht zu sagen nach gelungener Analyse, erwarten, dass er nicht mehr psychologisiert. Immer dann, wenn ein Mensch den Mund aufmacht und sagt, in meiner Analyse habe ich, wird genau mit dem Satz, der jetzt folgt, die nicht durchgearbeitete, die unverstandene Stelle in der Analyse und, was in diesem Fall das Gleiche ist, die blinde Stelle im Leben dieses Menschen markiert werden. In einem radikalen Sinn hat die Psychoanalyse in Form von psychoanalytischen Deutungen nichts in den anderen Wissenschaften verloren. Ihr Gehalt soll in die anderen Wissenschaften eingehen und in ihnen aufgehen. So verstehe ich Adornos Begriff der Mimesis. Auf diesem Wege haben sich die psychoanalytischen Deutungen am Objekt der Deutung, sei dieses nun ein Kunstwerk, ein Massenspektakel, ein Event, die Rede eines Politikers, eine Zeitdiagnose oder was auch sonst, derart abzuarbeiten, dass die Theoriesprache der Psychoanalyse sich am Gegenstand der Deutung in diesen transformiert. So verstehe ich Adornos Forderung nach dem Vorrang des Objekts. Diesen verlangen wir ja auch von der psychoanalytischen Deutung auf ihrem eigenen Feld, in der klinischen Situation. Vorrang des Objekts bedeutet hier, wir sprechen mit dem Patienten in der Sprache des Patienten, nicht aber in psychoanalytischem Vokabular, nicht in Theorieversatzstücken oder metapsychologischen Modellen, oder sollten dies doch nicht tun.
Wir sagen nicht oder sollten doch nicht sagen, Sie sind jetzt im Widerstand oder da hat Ihnen Ihr Wiederholungszwang wieder einen Streich gespielt, sondern wir haben das, was wir mit den Konzepten des Wiederholungszwangs oder des Widerstands meinen, in das Geschehen zu übersetzen, das wir am Objekt beobachten. In einem radikalen Sinn sind alle psychoanalytischen Deutungen außerhalb der klinischen Situation wilde Deutungen. In dem Sinn, in dem Freud diesen Begriff einführte. Sie bleiben der Sache auch dann äußerlich, wenn sie den Sachverhalt zutreffend beschreiben. Da sich an dieser Frage die Geister im Anwendungsdiskurs, das ist mein Kürzel für Anwendung der Psychoanalyse auf die Gesellschaft, bis heute scheiden, will ich Adornos Position aus dem Jahr 55 grob in vier Linien nachzeichnen und dabei gleichzeitig die Entwicklung nach Adorno in noch gröberen Strichen skizzieren. Die erste Linie betrifft den Vorrang der Gesellschaft vor dem Individuum und daraus abgeleitet den Vorrang der Soziologie vor der Psychologie. Wohlgemerkt, nicht vor der Psychoanalyse. Adorno spricht selten von Psychoanalyse in den 50er Jahren, sondern immer von Psychologie und analytischer Psychologie, meint damit aber die Psychoanalyse. Das ist eine bestimmte Taktik, der ich also philologisch nicht ganz nachgegangen bin. Adorno bleibt hier in der Sache noch ganz 1955 auf der Linie des Marxismus. Ich zitiere. Denn die spezifischen gesellschaftlichen Phänomene haben sich durch die Einschaltung abstrakter Bestimmungen zwischen den Personen, zumal des Äquivalententauschs, und durch die Herrschaft eines nach dem Modell solcher von den Menschen abgelöster Bestimmungen gebildeten Organs, der Ratio, von der Psychologie emanzipiert. Die Kommensurabilität individueller Verhaltensweisen, die reale Vergesellschaftung beruht darauf, dass sie als Wirtschaftssubjekte überhaupt nicht unmittelbar sich gegenüberstehen, sondern nach dem Maß des Tauschwerts agieren. Und was hier Adorno noch ausfaltet, nach dem Maß des Tauschwerts agieren, das ist ja eine der Hauptmetaphern und der Kürze, die er verwendet, wenn er später nur noch von verwalteter Welt sprechen wird oder wenn er eine marxistisch angelegte Argumentation immer knapper und immer erratischer zusammenzieht. Aber an dem Essay von 1955 fällt doch auf, dass Adorno den Kapitalismus nicht mehr, wie etwa noch 1942, beim Namen nennt, sondern nur mehr die Hauptmetaphern der Kritik der politischen Ökonomie anklingen lässt, wie Maß des Tauschwerts, Äquivalententausch. Gleichzeitig sind aber die Formulierungen, die den Vorrang der Gesellschaft vor dem Individuum begründen, noch nicht so schroff wie im sogenannten Postskriptum von 1966. Ich werde darauf noch eingehen. Die Formel Vorrang taucht erst im Postskriptum auf. Vorrang der Gesellschaft über die Psychologie heißt es da oder auch angesichts, also ich zitiere jetzt aus 1966 aus dem Postskriptum zu diesem Aufsatz, angesichts der gegenwärtigen Ohnmacht des Individuums, Gedankenstrich aller Individuen, hat bei der Erklärung gesellschaftlicher Vorgänge und Tendenzen die Gesellschaft und die mit ihr befassten Wissenschaften, Soziologie und Ökonomie, den Vorrang. Das Postskriptum von 1966 oder im Postskriptum von 1966 ist der Vorrang einerseits schroffer formuliert, andererseits in eine nicht mehr begründende Metaphorik eingehüllt, die nur noch, wie die Rede von der gegenwärtigen Ohnmacht, dem Eingeweihten sagt, dass damit die unter dem Maß des Tauschwerts stehende Gesellschaft, also der Kapitalismus, gemeint ist. Der Vorrang der Gesellschaft wird dann nach Adorno auf unterschiedliche, ja gegensätzliche Weise von der kritischen Theorie des Subjekts, also Klaus Horn, von der Tiefenhermeneutik und der ihr angegliederten materialistischen Sozialisationstheorie, also Lorenzer,
und auf unterschiedliche Weise von der objektiven Hermeneutik Oevermann begründet werden. Dabei wird Oevermann auf jede manifeste Anleihe am Marxismus verzichten und sich auf die geniale Feststellung konzentrieren und auch beschränken, dass die Gesellschaft schon immer vor dem Individuum da ist. Ob dieser Vorrang dann im Weiteren von den verschiedenen Schulen eher sprachtheoretisch oder eher handlungstheoretisch begründet wird, soll uns hier nicht weiter interessieren. Die zweite Linie gilt der Zurückweisung aller Versuche, die Begriffe von Soziologie und Psychologie in Deckung zu bringen. Diese Versuche gehen theoretisch immer zu Lasten des Denkens und praktisch immer zu Lasten des Individuums. Sie sind geboren aus einer freudomarxistischen Illusion und münden in Ideologie. Adorno arbeitet sich hier stellvertretend an der strukturell-funktionalen Theorie von Talcott Parsons ab, dem damals ambitioniertesten und avanciertesten Versuch einer solchen Vereinheitlichung. Er meint hier aber, ohne dies kenntlich zu machen, auch die gesamte Geschichte des Freudomarxismus, insbesondere Erich Fromm. Das Institut für Sozialforschung hatte ja mit Autorität und Familie mehr als nur Teil an dieser Tradition. In gewisser Weise wird hier auf den Sack Parsons eingeschlagen, aber die Schläge gelten dem Esel, Freudomarxismus. Jedenfalls reißt Adornos Zurückweisung einer jeglichen psychosozialen Einheitstheorie die Kluft auf, die dann die beiden Erblasser des Freudomarxismus alsbald wieder füllen werden. Kritische Theorie des Subjekts, also Klaus Horn, und materialistische Sozialisationstheorie, also Lorenzer. Eine dritte Linie wird gebildet durch Adornos Würdigung von Freuds Entdeckungen. Adorno entfaltet an einigen psychoanalytischen Begriffen seine Sicht, wie und warum in die rein psychologisch konzipierten Begriffe der Vorrang der Gesellschaft unerkannt, nämlich als bürgerliche Ideologie, längst eingewandert ist. Er steigt also vom Allgemeinen herab zum Besonderen, wenn er nacheinander die Konstitutionslogik der Begriffe des Unbewussten, der Rationalisierung, des Über-Ichs, des Ichs und schließlich der Abwehrmechanismen in diesem Text behandelt. Indem ich diese drei Linien kenntlich mache, möchte ich zugleich das Augenmerk auf das Bauprinzip dieses Textes lenken, der bei äußerlich ungegliederter essayistischer Form, wie so oft bei Adorno, einer strengen Architektur folgt. Diese verleiht ihm den Charakter eines Manifests. Gerade darum drängt sich die Frage auf, warum Adorno diesem Text 11 Jahre später ein Postskriptum angehängt hat. Ich werde auf diese Frage zurückkommen. Eine vierte Linie und letzte Linie pflicht sich mit zeitdiagnostischen Bemerkungen über die psychische Struktur im total gewordenen Kapitalismus in die anderen drei Linien ein. Lassen wir die idiosynkratischen Töne unbeachtet, mit denen Adorno seinem Argwohn über Therapieziele und Therapieresultate in der verwalteten Welt Ausdruck gibt. Sie sind in den 60er und 70er Jahren in der Figur der Anpassung ans Bestehende unendlich wiederholt und banalisiert worden. Konzentrieren wir uns stattdessen auf den Kern. Das Ich der Psychoanalyse, genauer die Konstruktion des Ichs, der Instanzenlehre von Es, Ich, Über-Ich, hat die Aufgabe der Realitätsprüfung und Realitätsanpassung. Aber dieses Ich ist selbst der Form von Realität nachgebildet, die es prüfen und an die es sich und die gesamte Person anpassen soll. Diese Realität wiederum ist nach dem Muster des erweiterten Warentauschs konstruiert, so Adorno, der alle Werte in Warenwert verwandelt. In dem Maß, in dem die warenproduzierende Gesellschaft total geworden ist, wie es bei Adorno immer wieder heißt, formt sie das Ich und formt sich das Ich immer mehr den Notwendigkeiten dieser Totalität entsprechend um.
Adorno bindet also die historisch-kulturellen Veränderungen in der Ich-Struktur konsequent, gewisserweise auch abstrakt, an die innere Logik der kapitalistischen Entwicklung im Allgemeinen. Im Besonderen verfolgt und diagnostiziert er diese Umformung als Regression des Ich von einem einmal erreichten historisch-kulturellen Niveau zu modernen und zugleich primitiveren Formen, die mit den Metaphern der Schrumpfung, Schwächung, Verhärtung, Verlust und Auflösung benannt werden. Meines Wissens hat Adorno als erster den sozialpsychologischen Befund von der Zunahme früher Störungen formuliert, wenn auch nur indirekt. Er sagt über den Sozialisationstyp, der heute allgemein als pathologischer Narzissmus benannt wird, ich zitiere, auf ihn deuten mit unwiderstehlicher Beweiskraft alle Befunde der Sozialpsychologie über die heute vorherrschenden Regressionen, in denen das Ich zugleich negiert und in falscher, irrationaler Weise verhärtet wird. Der sozialisierte Narzissmus, wie er die Massenbewegungen und Dispositionen jüngsten Stils charakterisiert, vereint durchwegs rücksichtslos partielle Rationalität des Eigeninteresses mit irrationalen Missbildungen destruktiver und selbstzerstörerischer Art. Ende. Adorno spricht, wenn er vom Ich spricht, immer vom Ich, ich habe schon angedeutet, der Es-Ich-Über-Ich-Trias der Freudschen Instanzenlehre, plus einer bei Freud nicht enthaltenen historischen Dimension des Realitätsprinzips. Wie vor ihm schon Horkheimer und nach ihm dann Marcuse, projiziert er das Ich der Psychoanalyse auf einen imaginären historischen Bogen, der seinen Höhepunkt in der Gründerzeit, also in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte. Diese Stelle des imaginären Bogens entspricht in der Logik der kapitalistischen Entwicklung dem im Innern gerade noch friedlichen Konkurrenzkapitalismus vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist auch Freuds Zeit. An dieser Stelle soll das bürgerliche Ich seine reife Gestalt ausgebildet haben. Wird nie so gesagt, aber das erschließt sich textphilologisch, wenn man das lang genug in Adorno sich bewegt. Das ist natürlich auch ein in illo tempore, ein in jener Zeit, ein Ursprungsmythos, nämlich die Zeit von Adornos und Horkheimers Kindheit. Den Beginn des Bogens bildet demnach die einfache warenproduzierende Gesellschaft, seine Jetztzeit, die Exzesse des totalitär gewordenen Kapitalismus, Imperialismus, Faschismus und, Metapher der Gegenwart, verwaltete Welt. Die Exzesse des inzwischen untergegangenen Staatssozialismus immer inklusive. Es ist bekannt, dass Adorno ab den 50er Jahren nur noch in Kryptogrammen und Apokryphen vom Kapitalismus im Zustand nach dem Exzess des Nationalsozialismus spricht, aber ebenso sicher ist, dass er Kapitalismus meint, wenn er verwaltete Welt sagt, wenn er gesellschaftliche Macht und wenn er Totalität sagt. Die Tatsache, dass er die staatssozialistischen Gesellschaften kaum besonders erwähnt, erhält in deren späteren Untergang ihre nachträgliche Rechtfertigung. Zwei Zitate bringe ich noch, um das zu belegen. Die gesellschaftliche Macht darf kaum mehr der vermittelnden Agenturen von Ich und Individualität, das Subjekt, zerlegt sich, ich zitiere weiter, in die nach innen hin fortgesetzte Maschinerie der gesellschaftlichen Produktion und einen unaufgelösten Rest, der als ohnmächtige Reservatsphäre gegenüber der wuchernden rationalen Komponente zur Kuriosität verkommt. Also dieser unaufgelöste Rest wird mich noch beschäftigen. Im Postskriptum von 1966 steigert Adorno nochmals
Die Semantik des kapitalismusinduzierten Ich-Zerfalls lässt diesen rätselhaften Text dann jedoch damit enden, dass er den Weg frei macht für die Möglichkeit des Neuen. Ich zitiere, ob die Prozesse der Integration, wie es den Anschein hat, einzig das Ich zu einem Grenzwert schwächen oder ob, wie in der Vergangenheit, die Integrationsprozesse stets noch oder erneut das Ich kräftigen können, danach ist mit Schärfe bislang kaum gefragt worden. Auch das muss uns beschäftigen noch. An dieser Stelle ist ein Hinweis auf den Kontext des Postskriptum angebracht. Dieser Text ist der Sache nach zwar auch ein Postskriptum zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie, tatsächlich jedoch als Antwort auf einen Text von Alexander Mitscherlich über das soziale und das persönliche Ich entstanden. Mitscherlichs Text war in der Kölner Zeitschrift für Soziologie erschienen und Adorno hatte ihn nicht unkommentiert lassen wollen. Warum hat Adorno sich veranlasst gesehen, gerade diesen schwachen und beiläufigen Text von Mitscherlich zu kommentieren? Ich glaube, dass die Antwort in dem damals kurz vor der Publikation stehenden Buch Die Unfähigkeit zu trauern zu suchen ist. Der fragliche Mitscherlich-Text erschien ein Jahr später in diesem Buch und es ist gewiss, dass Adorno mit dieser dann so publikumswirksamen Zeitdiagnose der Unfähigkeit zu trauern mehr als nicht einverstanden war. Diese Zeitdiagnose muss ihm in ihrem psychologisierenden Gehalt zutiefst zuwider gewesen sein. Er muss die schuldentlastende und projektive Macht dieser Diagnose gespürt und gefürchtet haben. Zurück zum unaufgelösten Rest. In welchem Maß dieser unaufgelöste Rest, den ich zitierend erwähnt habe, Kuriosität und Psychopathologie, in welchem Maß er das Neue repräsentiert, also wie Adorno sagt, nachdem bislang mit Schärfe kaum gefragt wurde, das ist für mich tatsächlich die entscheidende Frage der angewandten Psychoanalyse. Die kulturanalytische Zeitdiagnostik zehrt bis heute von Adornos, Horkheimers und Marcuses Formulierungen über Ich-Schwächung unter den Bedingungen des total gewordenen Kapitalismus, ohne jedoch den Rahmen von Adornos Kritik, eben die Warenförmigkeit aller menschlichen Beziehungen, noch präsent zu halten. Adornos Parteinahme fürs Subjekt war stets gebunden an die Anstrengung, menschliche Entwicklung und menschliche Beziehungen als Entwicklung und als Beziehungen jenseits der Warenförmigkeit der erweiterten Zirkulation zu denken, also jenseits des Austauschs wegen, um Marx zu zitieren. Dieser Horizont hat sich in der psychoanalytischen Kulturkritik zu einer nostalgischen Technikkritik abgeflacht. In Hunderten und Tausenden von isolierten Fragmenten und Facetten wird beklagt, zu welchen Verrohungen und Primitivisierungen die technische Entwicklung in unserer Kultur geführt habe. Von den 60er bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts lebte die gesamte psychoanalytische Kulturkritik von einer zentralen Figur, die bei Adorno vorgebildet ist. Ich habe es bereits erwähnt, nämlich von der Figur frühe Störungen haben zugenommen. Diese Figur hat jahrzehntelang den Diskurs der Anwendung der Psychoanalyse auf die Gesellschaft bestimmt. Ab dem Beginn der 90er Jahre ist diese Figur modernisiert worden. Das Früh wurde durch traumatisch ersetzt. Die Figur heißt heute, wir leben in einer Welt zunehmend schwerer traumatischer Gewalt, die heute vermehrt zu beobachtenden Störungen verweisen darauf, dass die Gewalt durch den Reizschutz der Individuen durchbricht oder diesen erst gar nicht zulässt. So meine Zusammenfassung dieser Figur. Vor 12 Jahren habe ich die inzwischen semantisch veraltete Figur untersucht und meine Ergebnisse unter dem Titel »Haben frühe Störungen zugenommen?« vorgestellt. Ich habe damals die Frage weder mit Nein noch mit Ja beantwortet, sondern die falschen Verknüpfungen aufgezeigt, von denen die Frage lebt.
und schließlich die gesamte Frage zurückgewiesen. Dabei habe ich besonders 5 Komplexe herausgearbeitet, die ich hier noch einmal zusammenfassen möchte. Erstens, der erste dieser 5 Komplexe. Seit über 60 Jahren wird darüber diskutiert, ob dem unbestrittenen Symptomwandel, also dem Erscheinungsbild seelischer Krankheiten, auch ein Strukturwandel seelischer Krankheit und seelischer Gesundheit zugrunde liegt. Damit ist gemeint, dass die in sich festgefügten neurotischen Strukturen, die Freud unter dem Titel der Übertragungsneurosen beschrieb, kulturell zersetzen, quantitativ zurückgehen und an ihre Stelle Zustandsbilder treten, die darum als schwerere oder frühere Psychopathologien einzustufen seien, weil ihr pathogenetischer Auslösepunkt früher anzusiedeln sei. Unter frühen Störungen werden dann die narzisstischen und Borderline-Störungen, die Süchte, die Psychosomatosen und diffuse Identitätsstörungen subsumiert. Oft wird die Diagnose frühe Störung zumindest implizit in einer Kultur- und zeitdiagnostischen, in einen kultur- und zeitdiagnostischen Zusammenhang gebracht und dann gefolgert, dass diese eher dissoziativen Zustandsbilder auf pathogene Auflösungserscheinungen in den Familienstrukturen und auf eine bedrohliche Zunahme gesellschaftlicher Gewalt antworten. Dagegen spricht zunächst, dass Freuds klassische Fälle, also Dora, Wolfsmann, Rattenmann, aber auch die Fälle von Abraham und Ferenczi, seit Jahrzehnten immer früher reinterpretiert werden und dass also das, was damals als Paradigma der Übertragungsneurose formuliert worden war, heute vielfach unter dem Namen Borderline, narzisstische und Persönlichkeitsstörung diagnostiziert würde. Zweiter Komplex. Gegen den unmittelbaren Eindruck überwältigender traumatischer Gewalt in der Gegenwart und der Auflösung fester, haltgebender Bindungen in der frühen Sozialisation ist davon auszugehen, dass in traditionalen Gesellschaften und in den frühen Epochen der Industrialisierung und der kapitalistischen Entwicklung die traumatischen Gewalt- und Zerrüttungspotenziale keineswegs geringer waren. Der anhaltende Modernisierungsschub in den posttraditionalen Gesellschaften lässt das Potenzial an früher Störung früherer Epochen vielmehr erstmals unter seinem eigenen Namen auftreten und zu sich selbst kommen. Die in früheren Epochen wohl vorhandenen schweren neurotischen, psychosomatischen und anderen psychopathologischen Symptome durften sich vordem als solche gar nicht zu Wort melden. Die in ihnen verborgenen Traumen und Konflikte treten erst heute in ihrem eigenen Namen auf. Drittens, alle Zeitdiagnosen, vor allem implizite, sind von dem schwer nostalgischen Wunsch eines früher war es besser getragen, von einem in illo tempore, vom Ursprungsmythos einer intakten Neurose, in einer intakten Familie, in einer intakten Kultur. Dies gilt für Herbert Marcuses Theorem der repressiven Entsublimierung ebenso wie für Anita Eckstedts Diktum, das ist eine Kollegin von uns, dass Übertragungsneurosen, der ich zitiere, Wohltaten einer guten Kinderstube bedürfen, wie für Wolfgang Loch, sein Psychoanalytiker, Formulierung, die wohlgestaltete Neurose nehme ab, weil wir kein so festes und generell verbindliches Erziehungssystem mehr haben. Die projektive, schuldentlastende Funktion von psychoanalytischen Zeitdiagnosen ist nicht zu unterschätzen. In Deutschland wurde sie zum ersten Mal mit Händen greifbar an dem plötzlichen, ich sage es nochmal, medialen Erfolg der Diagnose Unfähigkeit zu trauern. So zutreffend die massenpsychologischen Mechanismen im Einzelnen beschrieben gewesen sein mögen, die Alexander und Margarete Mitscherlich damals am Nachkriegsverhalten der Deutschen aufdeckten,
So bot die Übernahme dieser Diagnose doch die Garantie, alsbald auf der richtigen Seite zu sein, auch ganz ohne Trauer auf der richtigen Seite zu sein. Außerdem ist es sehr die Frage, aber das wären dann Spezialfragen im Anwendungsdiskurs, ob nur Menschen trauern können oder ob auch Völker trauern können. Ich neige also streng zu der Auffassung, dass Völker oder Subsysteme Trauerrituale ausbilden und die dann absolvieren und dass Menschen trauern oder auch nicht trauern. Wo sich die Psychoanalyse ihre Themen, das ist mein vierter Komplex, wo sich die Psychoanalyse ihre Themen im Anwendungsdiskurs selbst gibt, folgt die Auswahl und die Formatierung dieser Themen abgründigen intuitiven Linien, nämlich den Moden der medialen Vermarktung von Betroffenheit. Bevorzugt wird vom lärmendsten Symptom ausgegangen. Vor 10 Jahren war das sexueller Missbrauch, eine Diskursgeneration davor war es männlicher Chauvinismus, davor war es die Unterprivilegierung der Unterschicht. Zurzeit sind es Fremdenhass und fundamentalistische Exzesse. Dieses Symptom wird dann mit der Krankheit identifiziert, die zu erklären ist. Also Krankheit in Anführungszeichen, Symptom auch. Dabei wird das psychoanalytische Fundamentum der Unterscheidung von Symptom- und Strukturdiagnose zerstört und die Irreführung vergessen, die dem lärmendsten Symptom regelmäßig zukommt. Das ist grell zu beobachten an den skizzierten Moden des Anwendungsdiskurses, die den Linien des Schuldgefühls und seiner Projektion der manischen Wiedergutmachung und der politischen Kollektivillusion folgen. Mein fünfter und letzter Komplex zu der Frage, haben frühe Störungen zugenommen? Alles lebensweltlich Vorfindliche enthält eine psychische Valenz, die kulturdiagnostisch gedeutet und ausgebeutet werden kann. Das gilt für eine neue Technologie, etwa das Austauschen von SMS per Handy, ebenso wie für eine fremdenfeindliche Parole, die plötzlich aufkommt und in einer Szene zum Renner wird. Aber der Vorrang des Objekts verlangt, dass man es einem neu auftretenden Phänomen der Lebenswelt nicht von außen ansieht, ob es sich dabei um eine regressiv-pathologische Bildung oder um ein potenziell progressives Element eines schöpferischen Prozesses handelt. Das gilt für eine neuartige und für viele von uns fremdartige Erscheinung innerhalb des Massentourismus oder der digitalen Kommunikation genauso wie für eine so gewöhnliche und universelle Erscheinung wie die Masturbation. Ich möchte jetzt noch ganz kurz bei dem fünften Komplex verweilen. Adorno hatte ja, wie oben zitiert, von dem unaufgelösten Rest gesprochen, der sich der Warenförmigkeit und dem Tauschwert entzieht, so meine Auslegung Adornos, und darum für das potenziell Neue steht. Mit seiner von Marx übernommenen Zentraldiagnose, wonach alle menschlichen Beziehungen und Bedürfnisse, also die gesamte psychische Struktur im Gang der kapitalistischen Entwicklung, warenförmige Gestalt annehmen, hatte Adorno immer mitgemeint, dass etwas anderes möglich sei. Dieses große Andere kann er, je später, desto weniger, an den Namen des Sozialismus oder des Kommunismus binden. Aber gerade in seiner Unbestimmtheit bleibt dieses Andere, das auch zunehmend mit diesem dunklen Namen aufgerufen wird, allgegenwärtig. Alles Denken im weiten Feld des nach Adorno, also alles sich selbst als kritisch bezeichnende Denken, lebt von diesem unbenennbaren Anderen, der utopisch anderen Seite von Marx Weltformel GWG', also Geld, Ware, mehr Geld. Die Menschen sind aber heute viel mehr als zu Adornos Lebzeiten vereint in der intuitiven Überzeugung, dass es nichts anderes geben kann als die kapitalistische Produktionsweise. Es gibt nur noch das, was ist. Dadurch verlieren alle Metaphern des anderen, Kritik, Autonomie, Widerstand, das Falsche und das Wahre,
an Gegenhalt. Die Situation lässt sich am deutlichsten an den heute jungen Erwachsenen darstellen. Eine große Gruppe, die mit der Richtung der kapitalistischen Entwicklung völlig identifiziert ist, die es okay findet, dass wir die reichen Länder sind, auch wenn wir unsere Kosten auf die armen Länder abwälzen und so weiter, die es wunderbar findet, dass alles immer schneller geht und alles immer perfekter funktioniert. Dieser größeren Gruppe steht eine kleinere Gruppe gegenüber, die das zwar nicht alles okay findet oder die das scheiße findet, aber auch nicht weiß, wie es anders gehen könnte. Oder eher noch, die ebenfalls weiß, dass es grundsätzlich anders nicht gehen kann. Das, was Adorno die warenproduzierende Gesellschaft nannte, ist heute so absolut selbstverständlich und alternativlos geworden, dass sich niemand mehr vorstellen kann, es hätte jemals einen Gegenentwurf gegeben, an den irgendjemand ernsthaft geglaubt hätte. So betrachtet ist der Kapitalismus den Menschen erst mit dem Fall der Mauer und der Sowjetunion zur zweiten Natur geworden. So viel mein erster Teil. Ja, vielen Dank. Es gibt eine erste Wortmeldung. Herr Jäger. Achso, ich darf Sie bitten, weil das mitgeschnitten wird, die Diskussion, dass Sie sich dann als Diskutanten jeweils an eines der beiden zur Seite stehenden Mikrofone begeben. Herr Reiche, meine Frage bezieht sich auf jetzt nicht die frühen Störungen, sondern eher diesen Adorno-Text und die Stelle, an der er steht, 1955, und die Frage der Schuldentlastung durch Psychoanalyse. Ich glaube, dass dieses Wort Schuldentlastung in die genau verkehrte Richtung zielt, aber insofern auch richtig ist, weil es sozusagen um 180 Grad andersrum ist. Die Verbindung von Sozialwissenschaft und Psychoanalyse bei Adorno hat zwei große Stationen. Das eine ist Studien zum autoritären Charakter und das andere ist das Frankfurter Gruppenexperiment, wo er den Teil Schuld und Abwehr schreibt oder verantwortet, auswertet. Und beide stehen sozusagen im weiteren Kontext alliierter Politik, in dem, was man nennen könnte, eine Literaturgattung der Genealogie des Bösen, wie sie auch Krakauer schreibt, damals von Caligari zu Hitler oder von Luther zu Hitler, von Friedrich dem Großen zu Hitler. Und bei Adorno und seinen Mitarbeitern geht es eben um dieselbe Frage unter freudomarxistischen Gesichtspunkten. Und Sie haben, wie ich finde, sehr richtig beschrieben, die ja ziemlich katastrophale Form, in der die Psychoanalyse dort benutzt wird. Aus der autoritären Persönlichkeit kann man nur ein Beispiel für viele vielleicht nennen, dass ad hoc Komplexe erfunden werden, zum Beispiel, wenn sich jemand gegen die Gewerkschaften ausspricht, was durchaus im amerikanischen demokratischen Verfassungsbogen ja möglich ist, dann kriegt er eine Diagnose verpasst. Er hätte den Ödipus falsch bewältigt, er würde sich mit dem Vater identifizieren, mit dem Stärkeren und so weiter und so weiter. In Schuld und Abwehr ist es ganz ähnlich und man muss eben auch ein bisschen die Kontexte der Finanzierung sehen. Schuld und Abwehr wurde ja gesponsert vom amerikanischen Oberkommando in Deutschland, sodass zum Beispiel die Frage der Wiederbewaffnung ganz anders beurteilt wurde, als man es heute vermuten würde. Die Zustimmung zur Wiederbewaffnung gilt in dieser Studie als Ausweis demokratischen Bewusstseins und wer sich dagegen ausspricht, der ist ein potenzieller, also brauner Nostalgiker.
Das heißt, diese Verbindung von Analyse und Sozialwissenschaft hat ihre bestimmte Zeit im Kontext einer, ich sage es jetzt mal zugespitzt, bestimmten alliierten Politik und deren Diskurse. Und die waren natürlich 1955 vorbei. Da lief das nicht mehr, es zog nicht mehr, es reüssierte auch nicht mehr. Meine zweite, ja, deswegen wäre meine Frage an Sie, können Sie sich irgendwie anders noch eine zeitgeschichtliche Kontextualisierung dieses Abschieds von einem Forschungsprogramm vorstellen? Die zweite Frage ist die, mit dem Abschied, Sie haben das ganz überzeugend dargestellt, ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen, denn es ist doch so, wenn die Diagnose lautet, das Ganze ist das Unwahre, das Ganze ist das Irrationale, dann müssen in demselben Maß die Menschen, die dieses unwahre und irrationale Ganze am Laufen halten, auch irgendwelche neurotischen Symptome aufweisen. Meine Vermutung wäre eher die, dass die psychoanalytische Begrifflichkeit bei Adorno in ähnlicher Weise ausdünnt wie die marxistische. Die wird nicht abgelegt, sondern sie wird in immer sozusagen immer transparenteren und luftigeren Metaphern aufgehoben. Ich denke an diese Vorlesung zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit, wo das alles nochmal vorkommt, aber in einer, ja, wie ich finde, sehr, sehr luftigen Form. So, das war jetzt eine etwas sehr lange Frage. Entschuldigung. Naja, ich stimme Ihnen den meisten zu. Ich habe nicht ganz verstanden, was Sie meinten mit der Schuldentlastung in die andere Richtung. Also ich wollte stark machen das Argument, dass Zeitdiagnosen immer ein schuldentlastendes, egozentrisches, nostalgisches Element innewohnt. Also dass man das immer oder fast immer antreffen kann. Und aber zu der worin ich Ihnen ganz zustimme, ist, dass es, wenn man das, was man für Adornos Abwendung von der Psychoanalyse sagen kann, kann man als Marx-Spezialist höchstwahrscheinlich auch sagen als seine Abwendung vom Marxismus. Aber trotzdem hat er auf eine andere Art am Vorrang der Gesellschaft festgehalten. Man könnte die Frage dann er hätte auch, wie Marcuse, sozusagen freudomarxistisch weitermachen können. Das hat er nicht getan. Ja? Also er hat es, glaube ich, er hat es gesehen und erkannt, nehme ich an, dass er in der Durchdeklinierung der Begriffe der politischen Ökonomie nicht weiterkommt, ja, wenn er das Subjekt erfassen möchte. Und er hat erkannt, dass er mit der Psychoanalyse nicht weiterkommt, wenn er das Subjekt erfassen möchte. Und hat eher den Weg des Künstlers gewählt, es immer impliziter und immer wolkiger und immer auratischer zu machen. Und darin ist er Genie gewesen. Ne? Und was ganz richtig ist auf jeden Fall, ist, dass er sehr früh gelernt hat, aus den Sackgassen der Anwendung, der kruden Anwendung psychoanalytischer Kategorien in empirischen Fragestellungen, ne? Auf soziale Phänomene. Also dass er aus den Sackgassen schneller gelernt hat als andere, die Studien zum autoritären Charakter geführt haben, was Sie als Beispiel gesagt haben. Und ich nehme an, dass das eine Doppelgleisigkeit war, dass das Institut für Sozialforschung in Frankfurt noch psychoanalytisch angeleitete empirische Sozialforschung gemacht hat, als sich Adorno wegen des wilden Charakters psychoanalytischer Deutungen schon längst von diesem Projekt innerlich abgewendet hatte. Aber ich bin zu wenig mit Adorno vertraut, um das historiografisch darlegen zu können. Ja, weitere Wortmeldung?
Es ist ja jetzt eher eine Diskussion, die ich mit Ihnen führen möchte, als mit Adorno. Aber es sind halt bestimmte Wendungen bei Ihnen, die eine gewisse Linearität des Denkens, was ich eben auch bei Adorno finde, bei Ihnen sozusagen affirmiert werden. Also zum Beispiel diese Formulierung der totalen Durchökonomisierung der menschlichen Verhältnisse und dass also Alternativen außerhalb des marktwirtschaftlichen Systems nicht mehr denkbar wären. Wieso eigentlich? Also ich meine, da haben wir da auch ganz andere Dinge inzwischen gelernt, zum Beispiel in welchem Maße das kapitalistische System auf unbezahlte Arbeit angewiesen ist. Also in welchem Maße zum Beispiel das Familiensystem notwendig ist, um die kapitalistische Wirtschaft stabil zu halten. Das sind doch Einsichten, die man hat. Außerdem weiß doch jeder, in welchem Maße es eben durchaus andere nicht ökonomische Verhältnisse gibt. Natürlich, weil Sie als Psychoanalytiker werden natürlich auch wissen, dass also bis in die Familie hinein sozusagen menschliche Beziehungen als Austauschbeziehungen gelebt werden können. Aber das ist doch nicht die Regel. Nicht? Also insofern bin ich eigentlich ein bisschen erstaunt, in welchem Maße Sie diesen totalisierenden Blick, also das, den man durchaus bei Adorno findet, nicht mit dem totalen Verblendungszusammenhang und dem Block und so weiter, findet, dass Sie den einfach jetzt nochmal verlängern. Ich glaube nicht, dass ich den nicht verlängere. Ich komme ja im zweiten Teil zu meinen eigenen ambivalenten Überlegungen zur Zeitdiagnose. Ich habe zunächst den Rahmen. Und den Rahmen, der sich in der Verlesung von Adorno zu meiner im Großen Ganzen für gescheitert, von mir für gescheitert gehaltenen Diagnose der Ich-Schöpfung unter dem totalen Kapitalismus. Ich glaube, dass diese Diagnose grundfalsch ist. Aber das ist der Rahmen, an dem Adorno immer festgehalten hat. Ich glaube, dass es auch eine große Verblendung von Adorno ist, dass er laut genug gesprochen, offenbar, dass er auch dann, wenn er nicht mehr manifest auf Psychoanalyse oder wie er es nennt, auf analytische Psychologie zurückgreift, an der Denkfigur festhält, dass je weiter sich der Verwertungszusammenhang oder das Kapitalverhältnis entwickelt, je mehr das totaler wird, dass sich gleichförmig damit, dass ich immer weiter schwächt zu einem Grenzwert hin. Das kann man belegen, dass das so ist. Und ich glaube, dass das grundsätzlich falsch ist. Ja? Was ich aber auch glaube, ist, dass, aber das ist auch eine Binsenwahrheit, dass, wenn man in der Deduktionslogik nur abstrakt genug verfährt, alle unsere Beziehungen warenförmige Beziehungen sind. Ich habe eine Frage zu dem Stellenwert des nicht aufgelösten Restes, des Neuen, des Anderen, des Utopischen. Und das hängt ja zusammen mit der von Ihnen sehr positiv dargestellten künstlerischen Weiterführung des marxistischen Elements bei Adorno. Und Sie haben auch in dem Zusammenhang die ästhetische Theorie erwähnt, in der also dieses Programm und auch eben diese Möglichkeit zum Anderen nun exemplarisch dargestellt wird. Und mich als Kunsthistorikerin interessiert nun besonders diese kritische Potenz der Kunst, auf die ja Adorno zielt und die diesen unaufgelösten Rest dann zum Tragen bringen soll. Da ist doch ein Problem, das ich bei Ihnen noch nicht
für mich nicht befriedigend angesprochen finde, auch wenn ich Ihrem Vortrag sehr zustimme in der Grundhaltung. Adorno hat ja hier nicht nur psychoanalytisch oder marxistisch argumentiert, sondern im Rekurs auf Benjamin auch auf die These vom Verlust der Erfahrung Bezug genommen, also auf die Lehre des Ähnlichen. Also das ist eine anthropologische Argumentation, die Sie nur gestreift haben in dem Begriff Ursprungsmythos, wenn er ein solches anderes angelegt sieht in der Geschichte des Menschen. Können Sie vielleicht zu diesem anthropologischen Element bei Adorno nochmal Bezug nehmen, jetzt in Ihrem Fragezusammenhang? Vielen Dank, Frau Prange. Habe ich mir so keine Gedanken drüber gemacht bisher, muss ich ehrlich zugeben. Werkgeschichtlich ist doch auffallend, dass die im engeren Sinn soziologische und analytisch-sozialpsychologische, also psychoanalytisch anwendende Phase seines Lebens in der Mitte ist. Ja? Und dass Adorno beginnt eher als Künstler und endet als Kunsttheoretiker. Ja? Und im Letzteren, dass er in den letzten Jahren so sehr mit alle seine Kraft in die ästhetische Theorie reingelegt hat, sehe ich darin, dass das für ihn die Möglichkeit war, das andere oder das Neue oder das der verwalteten Welt sich entziehende, irgendwie noch benennen zu können. Ja? Das ist ja sehr interessant. Also ich finde an der ästhetischen Theorie besonders faszinierend, dass fast kein einzelnes empirisches Kunstwerk genannt wird. Und wenn, dann wird es wie minimalistisch, ja, wie eine kleine Klangfigur von Alban Berg oder so, ja, wird es so angenannt. Er sagt in einem Satz, sagt er mal Bach, oder in einem Satz sagt er James Joyce. Ja, und viel mehr gibt es ja auch schon nicht. Es gibt ja nur 5 oder 6. Dann ist es ja schon fertig auf der ganzen Welt. Ja. Also wenn er ein empirisches Kunstwerk ausführen würde, ja, wäre er sofort wieder in den Fallstricken der wahren Gesetzlichkeit drin, ja, gegen die er das Kunstwerk immun halten möchte. Das ist meine Lesart der ästhetischen Theorie. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Ich würde gerne, Entschuldigung, etwas ganz schnell hinzufügen an dem Punkt, sonst verlieren wir das wieder. Halte mich nicht lange dabei. Ich fand sehr interessant und wichtig, was du gesagt hast über methodologisch sozusagen das über wilde Deutungen. Dass Deutungen außerhalb der psychoanalytischen Deutungen, außerhalb der psychoanalytischen Praxis wilde Deutungen sind, das könnte man methodologisch auch so übersetzen, sie sind dann eigentlich Subsumptionslogik. Und Adornos, werde ich nachher in meinem Vortrag versuchen herauszustellen, Adornos methodologische Grundposition lässt sich auf diese Linie bringen, gegen jegliche Subsumptionslogik. Und das ist doch interessant, dass er das sehr genau gespürt hat. Also sozusagen, man kann auch dieser Vermeidung, also gewissermaßen dem Vorrang des Gesellschaftlichen, auch eine methodologische Seite abgewinnen, im Unterschied zu vielen Subjekttheoretikern, nennen wir die mal so, die nach ihm gekommen sind, hat er eben sehr methodologisch, sehr feinsinnig und sehr sensibel das vermieden. Ja? Aber in Verbindung damit gibt es eben noch einen anderen Punkt, und der berührt den wir eben diskutiert haben. Den Totalitätsbegriff hat er eigentlich immer nur auf Gesellschaft verwendet. Also das, was Lebenspraxis, Partikulare sein kann, da hat er sich geweigert, den Totalitätsbegriff anzuwenden, obwohl, würde er rekonstruktionslogisch konsequent vorgegangen sein, er das hätte tun müssen. Beim Kunstwerk hat er es zugelassen. Ja, das Kunstwerk hat er wiederum als Totalität
gesehen. Das stand ihm gewissermaßen als Künstler zur Verfügung in der Deutung. Aber hier ist methodologisch sozusagen eine Lücke entstanden. Und die These von der Ich-Schwäche, die, also sozusagen, ich würde dem vollkommen zustimmen, was du gesagt hast, also dass das eine falsche Prognose und eine falsche Diagnose ist. Und der aber immer festgehalten hat, auch nach der Aufgabe der Psychoanalyse. Genau. Und das ist genau dem geschuldet, dass sie, dass gewissermaßen die Desiderat, die Subsumptionslogik zu vermeiden, nicht positiviert worden ist durch eine entsprechende Methode oder Methodologie in der empirischen Sozialforschung, diese Prognose korrigieren zu können durch entsprechende Befunde. Das ist eine wirkliche Lücke, denn die Forschung, die dazu hätte gemacht werden können, war sozusagen unabsichtlich subsumptionslogisch. Hier war eine Wortmeldung von. Ja. Es gibt ja bei Adorno durchaus mikrologische Analysen von Kunstwerken, also speziell Musik, die vor der ästhetischen Theorie entstanden sind. Und wenn er in der ästhetischen Theorie darauf nicht im Einzelnen wiederum eingeht, dann auch, weil er deren Kenntnis durchaus voraussetzt und voraussetzen kann. Es ist also nicht ein Rückzug, ein sich ja quasi drücken vor dem Einzelnen. Außerdem hat Adorno von Anfang an sich mit Kunst intensiv beschäftigt. Es ist also keineswegs ein sich zurückziehen in den Bereich der Kunst. Wie Sie wissen werden, hat er bei Steuermann Klavierunterricht gehabt. Er hat bei Alban Berg Kompositionslehre studiert. Also er ist von Anfang an damit befasst gewesen. Nicht? Und das, was Herr Übermann eben auch, glaube ich, sagte, soweit ich das mitbekommen habe, man kann durchaus auf das zurückgehen, was Sie eben sagten, dass er nicht von außen etwas heranbringt, also der wilden Analyse entsprechend, dem Begriff der wilden Analyse, sondern diese Begriffe aufgehoben sind. Und da nehme ich an, dass die Formulierung eben ein wenig unglücklich war, und das unwichtig, aber ich greife es noch einmal auf, dass Sie sagten, er habe wolkiger formuliert. Wolkig ist ja eindeutig pejorativ, nicht? Und das, denke ich, war in Ihrer Gesamtargumentation nicht beabsichtigt. Denn eine Präzision ist den Formulierungen wohl kaum abzusprechen. Wenn sie auch anders vorgehen, also im Sinne der Konstellation, in dem Sinne, dass es nicht referierbar ist ohne weiteres. Nicht? Adorno schreibt mal, wenn man das Wesentliche zu referieren versucht, geht das Wesen verloren. Nicht? Aber das liegt nicht an einem sich drücken vor der Präzision, sondern an ihrer Ausübung. Also, wolkig ist ein sehr schlechter Ausdruck, vielen Dank. Aber es gibt eine Tendenz, sage ich jetzt, immer voraussetzungsreicher zu werden und immer unlesbarer zu werden. Das brauchen wir doch, das brauchen... Ja? Ja? Nein, auch voraussetzungsreicher. Die heute, die also unsere, als ich Student war, konnten wir die damaligen Texte von Adorno mit Anstrengung, mit geistiger, mit unseren geisteswissenschaftlichen Bordmitteln, die wir mitbekommen hatten, konnten wir einzelne Texte verstehen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und das liegt nicht nur am geschrumpften Bildungsgut des Gymnasiums, sondern wir hätten im Jahr 1960 auch die ästhetische Theorie nicht verstehen können.
sage ich. Ja? Aber wir konnten andere Schriften, frühere Schriften konnten wir verstehen. Also ich darf vielleicht hier eine kurze Ergänzung machen aus der Diskussion, die es gestern nach dem Vortrag von Herrn Borio gegeben hat. Da haben wir lange darüber gesprochen, warum Adorno gewissermaßen sich weigert, die Logic of Discovery oder die Erschließungsmethoden, die seinen musikalischen Werkanalysen zugrunde liegen müssen, bei den Publikationen explizit zu machen. Das ist eine Verweigerung, die in der empirischen Sozialforschung noch viel gravierender ist. Man hat den Eindruck, dass Adorno sozusagen sein eigenes methodisches Vorgehen nicht angeben wollte, aus Angst, er würde dann schon am gegenüberliegenden Ufer des Positivismus angelangt sein. Die Logic of Discovery fehlt bei ihm. Und das ist ein Problem im Forschungsbetrieb des Instituts für Sozialforschung immer gewesen. Habe ich teilweise eine abweichende Meinung dazu. Und damit komme ich nochmal auf Frau Prange, auch gleichzeitig auf Frau Prange zurück. Wenn Adorno das nicht expliziert, kann es auch den Grund haben, dass er es wie ein Künstler nicht explizieren wollte oder dass er es wie ein Künstler nicht explizieren konnte. Das ist ja die Frage bei Cézanne zum Beispiel. Wusste er in seinem Frühwerk, was er zerstören wollte oder wusste er es nicht? Ja? Also es ist sehr wohl möglich, dass Adorno wie jedem von uns auch ein großer Teil des Aufbauprinzips seines größten Werkes nicht zugänglich gewesen ist, dass er eine Dimension also daraus auch nicht verstanden hat. Ja? Und dass er darum so interessant ist und dass er das in das Kunstwerk reinprojiziert, über das er handelt in der ästhetischen Theorie und das die ästhetische Theorie selbst darstellt. Das. Da ist eine Wortmeldung hinten, bitte. Da müssen wir aufhören. Also ich halte kritische Theorie nicht für eine Kryptowissenschaft, deswegen möchte ich mich nochmal auf die vorhergehende Bemerkung beziehen, und zwar haben Sie die steile These vertreten, dass die Ich-Schwäche ein völlig überholtes Theorem, was an Adorno immer wieder festgehalten hätte. Aber ich habe noch nicht so richtig das Argument gehört. Warum ist das mit der Ich-Schwäche jetzt überholt? Könnten Sie das vielleicht noch mal kurz ausführen, Herr Reiche? Ich dachte, dass ich einige Gründe klar gemacht hätte. Vielleicht baue ich es nochmal so auf. Es hat vor 50 Jahren Menschen gegeben und es hat vor 80 Jahren Menschen gegeben, deren Ich-Struktur klinisch, in der klinischen Diagnostik, von der Psychoanalyse her betrachtet, schwaches Ich war, pathologischer Narzissmus war, Borderline-Störungen waren und so weiter. Aber ich sage, es spricht nichts dafür, ja, dass in einer jetzt aus dem klinischen Kontext herausgegangenen Zusammenhang, da befinden wir uns ganz woanders, ja, die Menschen heute schwächer oder außengeleiteter oder egozentrischer oder was auch immer sein sollen, als sie das im Jahr 1910 waren. 1910 hingen die in Branntweinhallen rum, haben ihre Frauen totgeschlagen, ja? War eine Menge an Inzest im Proletariat und so weiter und so fort. Also ich verstehe das, also sehen Sie, das sind, und alles das, ja, sind sozusagen wären Indikatoren für frühe Störungen, die ich gerade so hinwerfe. Dann ein weiteres. Ich-Stärke ist doch gemessen an
Anpassungsfähigkeit an neue, rasch wechselnde Bedingungen in der Außenwelt. Das ist ein Kriterium für Ich-Stärke, ja? Also für Flexibilität, Adaptivity of the Ego und so weiter und so fort. Daran gemessen sind die Menschen, ich werde darauf im zweiten Teil zusammenfassend zurückkommen, sind die Menschen heute empirisch ganz sicher, ja, bei aufgelösterer konventioneller Moral und bei zersetzteren Ethiken, die wir heute vorfinden, extrem viel flexibler. Und diese Flexibilität hat eine Seite, die zu einer konventionell betrachtet zu einer Ich-Stärke hingeht und konventionell betrachtet, die zu einer Ich-Schwäche hingeht. Flexibel kann heißen, man kann nicht mehr Objekte dauerhaft besetzen. Man kann auch sagen, man muss Objekte nicht mehr zwanghaft festhalten. Also sobald man diese Begriffe aus dem klinischen Feld in die soziale Realität übernimmt, ja, begibt man sich in ein heilloses Durcheinander, weshalb ich mich aus Zeitdiagnosen weitgehend zurückgehalten habe in der letzten Zeit. Habe ich es in ein paar Worten jedenfalls andeuten können, worum es mir geht und worin meine Weigerung besteht. Darf ich eine kurze Bemerkung, dann müssen wir einfach weitermachen, noch dazu machen. Bleiben wir ja beim Thema. Ja. Ich glaube, dass das in der Kategorie des Sozialcharakters darin verborgenes Problem ist. Wir könnten heute in der empirischen Sozialforschung mit so einem Begriff nicht mehr arbeiten, weil der viel zu grob ist, weil er sozusagen zu viele unterschiedliche Strukturierungsebenen in sich vereinigt. Nämlich, er geht im Grunde genommen von der genuin psychischen Formation über die Habitusformation, über Deutungsmuster bis hin sozusagen zu lebensweltlichen Mustern und Konstellationen. Man kann das exemplarisch sich daran klar machen. Viele Soziologen haben den Wandel bei David Riesman in der einsamen Masse vom Innengeleiteten zum Außengeleiteten parallel gesehen zur Diagnose der Ich-Schwäche, was vollkommen falsch ist, analytisch. Denn es gibt eben auch, das ist allerdings eine schwierige Frage, die Aufrechterhaltung der individuellen Autonomie im Sozialcharakter des Außengeleiteten. Das muss eben nur expliziert werden. Und das sind vollkommen verschiedene Ebenen. Die Diagnose, die du meines Erachtens mit Recht kritisiert hast, liegt unter anderem daran, dass diese Ebenen nicht unterschieden wurden. Gut, ich gehe wieder in die Bütt und komme zur Frage, ob wir überhaupt psychoanalytisch unterlegte Zeitdiagnose brauchen. Also, ob wir brauchen eine Diagnose der epochalen Veränderungsdynamik der psychischen Struktur der Individuen im Kapitalismus. Für Adorno hatte sich diese Frage nach 1955 offiziell erledigt. Das Subjekt ist Teil des totalen Verblendungszusammenhangs und die Psychoanalyse mit ihm. Gleichzeitig hat er aber immer weiter an der schon von, ich sagte es bereits, Horkheimer, Marcuse und Fromm in Autorität und Familie entworfenen Großdiagnose der Rückbildung des Ich und der Rückbildung der Objektlibido hin zum Narzissmus festgehalten. In den populären psychoanalytischen Zeitdiagnosen wird diese Großdiagnose bis heute tradiert. Ich zähle auf Marcuse, repressive Sublimierung, Fromm, Vermarktlichung des Selbst, Riesmann, einsame Masse und außengeleiteter Charakter, Mitscherlich, vaterlose Gesellschaft, Thomas Ziehe, neuer Sozialisationstypus, Lasch, Zeitalter des Narzissmus, Sennett, flexibler Mensch. Man könnte noch viele andere, das sind die soziologisch und medial am erfolgreichsten gewesen. Blickt man jedoch aus etwas, ich war zu laut vorher gewesen, gell? Das war zu nah dran gewesen, ist jetzt besser, so? Blickt man jedoch aus etwas größerer Entfernung auf das gesamte Feld der sich überschlagenden und sich gegenseitig überbietenden soziologischen, psychoanalytischen
und sozialpsychologischen Zeitdiagnostik, dann erscheinen die einzelnen Befunde selbst als Teil dessen, wovon sie handeln, als fragmentierte und zerstreute Beliebigkeit. Das Subjekt in der Analyse, über das wir klinisch sprechen, ist ein anderes als das Subjekt in der Welt, über das wir zeitdiagnostisch sprechen. Wenn wir über einen Analysanden sagen, er habe ein fragmentiertes Ich, keine guten inneren Objekte und seine Realitätswahrnehmung sei schizoid, dann gibt es für diese psychoanalytische Semantik innerer Zustände hunderterlei billig bereitliegende Analogien in der Lebenswelt. Aber von einer derart beschriebenen Lebenswelt führt dennoch kein Weg zurück zu den Individuen. In allen Zeitdiagnosen wird eine Tendenz verdichtet und das zu ihr gehörige Andere, das zu ihr gehörende Paradox, die zu ihr gehörende Gegenbewegung wird unterschlagen. Alle griffigen, medial erfolgreichen Zeitdiagnosen, von denen ich eben einige genannt habe, leben von Verdichtungen und der mit ihr einhergehenden Unterschlagung von Komplexität. Mit dieser Last an Vorbehalten wende ich mich ein letztes Mal der Frage zu, wie wir an Adornos gescheiterte Diagnose der Schwächung des Ichs anschließen können. Ein solcher Anschluss muss, das habe ich vorher ausgeführt, erstens am Primat der Gesellschaft festhalten. Das tue ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich kann hier nicht alle Zeitdiagnosen Revue passieren lassen und greife stellvertretend Richard Sennetts Diagnose des flexiblen Menschen heraus. Sie darf auf hohe intuitive Plausibilität rechnen. Ihr zufolge entspricht der grundlegenden Entwicklung der kapitalistischen Arbeitsorganisation von der Dominanz der Fabrik zur Dominanz des medientechnologisch globalisierten Marktes ein neues Set von Charakteranforderungen an die Individuen. An die Stelle von Treue tritt der Moment, an die Stelle langfristiger und stärker treten kurzfristige und schwache Bindungen. Die Modalität des Zeiterlebens wird umgestellt von verhärteter Zeit im Sinne von Max Webers stählernem oder ehernem Gehäuse auf diskontinuierliche Timespots. An die Stelle des Berufs tritt der Job, an die Stelle geronnener Charakterstrukturen treten flexible, zugleich tief verinnerlichte Masken antrainierter Interessiertheit. Es ist dennoch verfehlt, von einer Abnahme tiefer Bindungen und starker Bindungsfähigkeit und einer zunehmenden Unechtheit und Maskenhaftigkeit in der Gesellschaft zu sprechen, obwohl Sennett genau dies nahelegt. Um sich das klarzumachen, genügt ein Blick zurück auf die bürgerliche Ehe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die äußerlich betrachtete, starke Bindungskraft der Ehe in den höheren Schichten des Bürgertums war stabilisiert durch die Institution der Geliebten, der Kokotte und der sexuellen Selbstbedienung des Herrn am Hauspersonal. Ohne diesen Gegenhalt an sexuellen Nichtbindungen wäre die Ehe, wie sie damals war, alsbald implodiert. Das, was sich geändert hat, lässt sich nicht in nimmt zu, nimmt ab Relationen darstellen. Also das ist nochmal ein ausgeführtes Argument, warum meiner Meinung nach frühe Störungen nicht zunehmen. Ein solcher Anschluss muss zweitens den Begriff der psychischen Struktur aus den psychopathologischen Fesseln lösen, die er traditionell mit sich führt. In der psychoanalytischen Theorie ist der Begriff der Struktur doppelt gebunden, nämlich einerseits an die Strukturen von Ich, Es, Über-Ich in der Instanzenlehre, und andererseits an die Polarität von Struktur versus Symptomdiagnose. Also das ist bei uns, strukturelle Diagnose ist Hysterie, Symptomdiagnose ist Straßenangst, ja, oder Impotenz oder Anorgasmie. Gut. Beziehungsweise struktureller versus nur symptomatischer Änderung in einer psychotherapeutischen Behandlung.
In diesem letzteren Sinn führt der psychoanalytische Begriff der Struktur latent immer den des Symptoms mit. Was man nun im Einzelnen auch immer gegen Aufbau und Pointe der einzelnen Zeitdiagnosen einwenden mag, von denen ich oben gesprochen habe, so lässt sich aus größerer Distanz und bei gnädigem Absehen von vielerlei Idiosynkrasien und Nostalgien einzelner Autoren doch eine gemeinsame Fluchtlinie feststellen, die ich entlang der drei seelischen Instanzen, also Ich, Es, Über-Ich, von Freud nachzeichnen möchte. Wobei ich immer hin und her schwanke, also das durchzieht mein gesamtes wissenschaftliches Leben nach Sexualität und Klassenkampf, in der ich ja selbst eine Zeitdiagnose vorgelegt habe, die ich jetzt nicht wiederholen möchte. Seitdem bin ich unrettbar ambivalent dem Unternehmen Zeitdiagnose im Kapitalismus gegenüber. Es ist mir vorgeworfen worden, dass ich mich also in solchen Texten wie Haben frühe Störungen zugenommen und auch danach, dass ich mich der Frage, was hat denn sich jetzt verändert? Es hat sich doch was verändert, dass ich mich der nur entzogen hätte, indem ich auf eine metatheoretische Ebene gehe. Ich referiere jetzt das, wovon ich ambivalent überzeugt bin. Das ist erstens, sich selbst sein und sich selbst von allen anderen zu unterscheiden und ihnen zu gleichen, wird zu einer neuartigen, performativen Lebensaufgabe. Die ökonomisch heute geforderte hohe Anpassungsfähigkeit an schnell wechselnde geografische Orte, schnell wechselnde berufliche Anforderungen, schnell wechselnde ästhetische Oberflächen und schnell wechselnde menschliche Gruppen lässt sich kaum in Begriffen von Ich-Stärke oder überhaupt nicht mehr in Begriffen von Ich-Stärke und Ich-Schwäche abbilden. Um das Leben so zu führen, wie es den meisten Menschen ja offenbar problemlos gelingt, also problemlos im Alltagsverstand, sind neue Mischungen im Verhältnis von Objektbesetzung und Besetzungsentzug, von Reflexion und Verdrängung, von Authentizität und Schein, von Zeigen und Verbergen, von Externalisieren und Verinnerlichen erfordert. Was ich hier mit wenigen Strichen andeute, betrifft nicht nur das Ich, sondern den gesamten inneren Aufbau, also das Gesamtgefüge der drei Instanzen. Und dasselbe gilt für die folgenden Linien. Hier mache ich noch einen kurzen Einschub. Wenn wir unter psychischer Struktur die Strukturgesetzlichkeit der ödipalen Triade verstehen, dann ist es selbstverständlich, dass sich nie was ändert auf der Welt. Aber Strukturgesetzlichkeit ist etwas anderes, in meinem Verständnis, als psychische Struktur. Psychische Struktur ist bereits sozusagen historisch sich konkretisierende Manifestation und Ausdrucksgestalt, kollektive Ausdrucksgestalt der Strukturgesetzlichkeit, die sich nie ändert, die gattungsspezifisch ist. Also wir haben die unveränderliche Strukturgesetzlichkeit, wir haben psychische Struktur und ob sich in der psychischen Struktur etwas ändert, also das finde ich keine guten, aber Änderung ist kein guter Ausdruck dafür. Ich bin mehr für den Ausdruck, ich werde es noch erläutern, Verschiebungen im inneren Aufbau, im Gesamtgefüge der drei Instanzen, die als solche immer bleiben. Also zweitens, es betrifft jetzt mehr das, was wir in der Psychoanalyse als Über-Ich bezeichnen, was aber in der Außenwelt was anderes ist. Wenn wir sagen, das sage ich als zweites, die Moral wird reflexiv. Neben oder sogar an die Stelle von tradierten und festen moralischen Vorschriften, an die man sich halten kann, die also Unterordnung fordern und Entlastung bieten, wird vielfach diagnostiziert eine Konsensmoral. Das ist ein zeitdiagnostischer Topos, ein wichtiger. Gell?
was gut und was schlecht ist, darf und muss jetzt von den Beteiligten stärker ausgehandelt werden als in früheren Epochen. Neben und teilweise sogar an die Stelle der protestantischen Arbeitsethik treten hedonistische Ethiken, in denen Selbstverwirklichung, harte Arbeit und Fun neuartige Mischungen eingehen. Ob diese Änderungen, in Anführungszeichen, nur das moralische Bewusstsein betreffen oder ob sie auch das Über-Ich insgesamt betreffen, ist eine schwierige Frage. Ich neige zu Nein. Das Über-Ich ist eine psychische Instanz. Das moralische Bewusstsein dagegen ist ein gattungsspezifisches A priori, das sich kulturell immer neu konfiguriert. Die grobe Richtung weist sicher hin auf ein weniger rigides und weniger sadistisches Über-Ich. Ob dieser Zugewinn erkauft wird um den Preis von, wie oft gesagt wird, Fragmentierung, Spaltung, Korruption, Primitivisierung des Über-Ich, möchte ich bezweifeln. Drittens, und damit komme ich ja zu meinem Spezialthema oder zu meinem beruflichen Thema, die alten jüdisch-christlichen sexuellen Tabus haben sich zersetzt. Das betrifft insbesondere die Trias Virginität, Masturbation, Homosexualität. Dadurch verschiebt sich das Gefüge der Geschlechterspannung. Diese Verschiebung habe ich unter dem Stichwort Homosexualisierung der Gesellschaft zusammengefasst. Werde ich gleich ausführen, was ich damit meine. Die elisabethianisch-wilhelminische Überzeichnung der Geschlechterdifferenz und die zu ihr gehörenden Sozialpathologien beginnen Vergangenheit zu werden. Es gibt aber auch Indikatoren dafür, dass sich die Geschlechterspannung insgesamt abschwächt und dass sich aus diesem Abschwächen neue Pathologien ergeben. Bei der Zunahme von Kinderpornografie, neokolonialer Ausbeutung von Kindern und jungen Frauen und von sexuellen Gewalttaten gegen Kinder handelt es sich nicht nur, ich betone nicht nur um mediale Artefakte, sie sind auch als Indikatoren neuartiger sexueller Pathologien zu werten. In ihnen kommt ein Paradox normativer Fortschritte besonders drastisch zum Ausdruck. Die Emanzipation der Frau bringt eine Verschiebung im Aufbau der sexuellen Spannung zwischen den Geschlechtern mit sich. Das sexuelle Begehren des Mannes sucht weiterhin nach dem Verbotenen und Wehrlosen und findet dies nunmehr im Kind. Noch vor 12 Jahren war ich überzeugt davon, dass die Geschlechterspannung, konzipiert als Spannung im Mann und in der Frau, eine gleichsam universelle, konstante Größe ist. In dieser etwas dogmatischen Haltung drückte sich auch ein Stoizismus, ich habe es schon angedeutet, als Gegenbewegung gegen die Flut der sexuellen Zeitdiagnosen aus, die alle halbe Jahre alles neu sahen. Davon bin ich abgerückt. Am schwierigsten zu beurteilen finde ich viertens jedoch die Frage, ob die Bindungsfähigkeit sich verändert. In metapsychologischer Terminologie geht es dabei um die Fähigkeit, ganze Objekte dauerhaft zu besetzen. Bei sogenannten ganzen Objekten in unserer Theoriesprache handelt es sich nicht unbedingt um leibhaftige Menschen, sondern auch um Ideen, Vorlieben, Neigungen. Man kann auch eine Religion oder ein Kunstwerk entweder als ganzes Objekt oder als Partialobjekt besetzen. Im letzteren Fall würden wir dann von Fundamentalismus, Sektiererei, von Idolatrie oder von Modeschnickschnack sprechen. Hier spuken besonders viele wilde Deutungen herum. Und dies Herumspuken ist seinerseits ein Anzeichen für eine gewaltig angewachsene Beunruhigung auf diesem Feld. Die Fähigkeit, unterschiedliche und konkurrierende Objekte gleichzeitig zu besetzen und auch wieder aufzugeben, ist noch kein Indikator für eine Sozialpathologie. Anstatt von Änderungen der psychischen Struktur sollten wir besser von Verlagerungen im Gesamtgefüge der psychischen Struktur sprechen.
dass diese Verlagerungen sich entlang der Verwertungsgesetzlichkeit, dass diese Verlagerungen entlang der Verwertungsgesetzlichkeit des Kapitals erfolgen, versteht sich von selbst, so sehr von selbst wie die Tatsache, dass die psychische Struktur nomadisierender stationärer Gesellschaften zum Hirtenleben passt. Ich möchte jetzt aus meinem eigenen Forschungsgebiet, also Sexualwissenschaften zwischen Psychoanalyse und Soziologie, einige fünf Trends vorstellen, in denen sich die Verlagerung der psychischen Struktur darstellen könnte. Ist das angeschlossen? Nein. Kommen wir noch mal. Ich weiß noch nicht, wie man das nennen soll, wovon ich spreche. Also was für eine zeitdiagnostische Metapher man denn geben soll, ob man von Homosexualisierung oder nur von Dekonventionalisierung oder von Unisexualisierung sprechen soll oder von Abklingen der Geschlechterspannung mit dem, was ich meine. Ich erkläre Ihnen das. Das Wort homosexuell ist auf dem Weg, aus der Sprache zu verschwinden. Aus dem international geltenden medizinischen Klassifikationssystem ICD-10 ist Homosexualität als Diagnose gestrichen, übrigens gegen den Widerstand der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Die sogenannten eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften meiden das Wort auf der juristischen Ebene ebenso sehr wie Schwule und Lesben es in ihrer Selbstattribution meiden. Eine Selbstattribution, Schwule und Lesbe, die von der Mehrheitskultur begeistert übernommen wird. Das Wort homosexuell könnte für Neuverwendung frei werden. Wenn ich also gezwungen würde, vielen Dank, das erfolgt genau richtig, Entschuldigung bitte. Ich finde jetzt gerade nicht meine Folie. Kommt noch. Ich lasse Sie jetzt nicht so lange warten, sondern mach weiter. Wenn ich gezwungen würde, den gesamten Trend in eine empirische Fluchtlinie zu bringen und ihr einen Namen zu geben, dann hieße er nicht Sexierung oder Sexualisierung, sondern Homosexualisierung der Gesellschaft. Damit ist nicht eine unspezifische Angleichung der Geschlechter aneinander gemeint, sondern eine Annäherung der heterosexuellen Welt an die homosexuelle, der Mehrheits an die vermeintliche Minderheitskultur. Die homosexuelle Lebensform, wie sie sich in den Metropolen der westlichen Welt seit den 70er Jahren herausgebildet hat, wirkt stilbildend und wird zum als solchem natürlich unerkannten Vorbild der heterosexuellen Lebensform. Die homosexuelle Subkultur hat hier, wie Minderheiten und Außenseiterkulturen, dies oftmals eigen ist, eine Pionierfunktion für die Gesellschaft im Ganzen gehabt. Fünf Linien möchte ich benennen. Erstens, Umstellung von Stabilität auf Mobilität. Die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen innerhalb des Paares, Foucault würde von Selbsttechniken sprechen, erfordert hohe geografische Mobilität, und diese erhält den Vorzug vor der Stabilität der einmal gewählten patrilokalen Lebensform. Diesen Modus haben Martin Dannecker und ich schon 1973 in einer empirischen Untersuchung über die Lebensform homosexueller Männer festgestellt, in der wir unter anderem die
die Berufsbiografien homosexueller Männer rekonstruierten. Wir wussten, dass wir an der statistischen Oberfläche unserer Untersuchung einen Mittelschicht-Bias, das heißt eine Unterrepräsentation der Unterschicht, haben würden und haben, auch um die prospektive Kritik an unserer Datenerhebung zu entkräften, das enorme vertikale und horizontale Mobilitätspotenzial der Homosexuellen rekonstruiert. Wir haben die Homosexuellen dann in Anlehnung an Marxens Terminus der Zirkulationssphäre als Pioniere der Zirkulationsfront paraphrasiert. Das sind heute, was heute Online-Berufe sind. Der Trend war besonders eindrucksvoll an zwei Indikatoren abzulesen: einer beispiellosen beruflichen und damit sozialen Aufwärtsmobilität und der Bereitschaft, diesem Aufstieg eine bestehende Partnerschaft notfalls zu opfern. Das ist inzwischen nicht mehr nur bei Homosexuellen so, sondern das ist Allgemeingut der Heterosexuellen, beginnt Allgemeingut der heterosexuellen Welt zu werden. Zweitens, Umstellung von Monogamie auf sequentielle Monogamie. Die Ethik der intelligiblen Ehe, bis dass der Tod euch scheidet, büßt ihren Status der Unbedingtheit ein und verblasst zu einer Orientierungsfunktion neben anderen. An die Stelle der alten Form Ehe plus die Restgröße Junggesellendasein, also an die Stelle dieser alten Form, tritt eine Pluralität von Single- und Eheformen. Um diese Entwicklungslinien zu bezeichnen, wurden bereits vielfältige soziologische Stichworte erfunden. Lebensabschnittspartnerschaft, matrifokal-bilokaler Sozialisationstyp, Wochenendfamilie, Rentnerkonkubinat und so weiter. Das Paar bleibt nur so lange zusammen, solange die gemeinsam ausgehandelten postkonventionellen Werte eine gemeinsame Schnittmenge bilden. Anthony Giddens, englischer Soziologe, spricht in affirmativer Euphorie von Pure Relation und sieht diese Tendenz bei den Homosexuellen besonders deutlich verwirklicht. Neben diese inzwischen nicht mehr so sehr neuen Beziehungs- und Familientypen treten jetzt neueste Gesellungs- und Selbststilisierungsweisen, die als Lebensformen eigenen Rechts auftreten und die man mit Slavoj Žižek als Hybrididentitäten bezeichnen könnte. Ein Beispiel wäre, das ist nicht konstruiert, das ist empirisch, ein lesbisches, gehörloses Paar, das seine Gehörlosigkeit nicht als Behinderung, sondern sich selbst als kulturelle Minderheit versteht und aus einer Samenbank das Sperma eines gehörlosen anonymen Spenders importiert, hiermit die heterologe Insemination vornimmt, auf diese Weise eine gehörlose Familie gründet und damit ganz nebenbei den Selbstsinn der Präimplantationsdiagnostik aushebelt. Es ist in diesem Fall nämlich ein Designerkind eines Zuschnitts auf die Welt gekommen, das zu verhindern die Matadore der PID als ihre Wohltat für die Kultur rühmen. Ein Anti-Design-Kind. Gowin, so heißt der Junge, ist inzwischen auf der Welt und seine beiden lesbischen Mütter Sharon Duchesneau und Candace McCullough haben auch immer wieder deutlich gemacht, ich zitiere, dass sie sich über ein hörendes Kind gefreut, es also keineswegs abgetrieben hätten. Wäre die pränatale Indikation denn möglich gewesen? Darüber hinaus lässt sich bei homosexuellen Paaren, gerade auch bei den Eingetragenen, ein massiver Trend zur Aushöhlung oder Neukodierung dessen feststellen, was an der Monogamie, sexuelle Monogamie, zu sein hat. Zunehmend wird verhandelt, welche sexuellen Praktiken an welchem Ort, wie oft, mit wem die Partnerschaft nicht gefährden und also erlaubt, und welche Arten von Partnern, Praktiken und Dates untersagt sind. Dieser Trend wird vor der heterosexuellen Welt nicht Halt machen. Drittens, Umstellung auf Kinderlosigkeit.
Kinder zu haben, verliert den ehemals kulturell universellen absoluten Imperativ. Das Stichwort hierfür wurde schon in den 70er Jahren geprägt, DINKI, Double Income, No Kids. Diese Tendenz lässt sich nicht nur statistisch ablesen, sondern ebenso drastisch an der Umstellung der geistes- und humanwissenschaftlichen Semantik von Sex auf Gender. Überall, wo Gender zur Hauptmetapher in der Verhandlung der sexuellen Selbstreferenz und des Ideals einer performativen Postidentität wird, hat das Kinderkriegen keine Chance mehr. Denn ein Kind bekommt man nun einmal nicht allein mit Gender, sondern nur mit Sex. Bei Judith Butler etwa hat der Körper jede Erinnerung an seine biologische Geschichte abgestreift, die einstmals von der Kindheit über die Jugend zum Erwachsenensein reichte und von da aus weiter zu Alter und Tod führte. Bei Butler hat Sex in seiner dreifachen Bedeutung von Sex haben, Sex machen, sexy sein und von prokreativer Funktion überhaupt keinen Ort mehr. Erregung und Orgasmus kommen in ihrem Werk ebenso wenig vor wie Kinder haben und Kinder machen. Und das ist ein tieferer Grund, warum Judith Butler zur Diskursführerin geworden ist. Sie denkt in und für eine Welt junger Daueradulter, die keine Kinder haben und nicht alt werden, die außerhalb des biologischen Zyklus stehen. Das sind die Menschen auf der Mitteltafel von Hieronymus Boschs Garten der Lüste oder die Menschen und Menschenartigen aus Matrix. Auf diesem Weg macht Butler ein attraktives Angebot an alle, die sich sexuell nicht festlegen oder binden wollen. Das ist interessant, insbesondere für Frauen, die von der konventionellen Moral her betrachtet in einem homosexuellen Coming-out-Konflikt sind. Also so wie Männer, wenn sie homosexuelles Verlangen spüren, in den Konflikt kommen, soll ich das wahrnehmen, soll ich mich outen und so weiter und so fort. Unter dem neuen Schutzmantel des Degendering, so die neue Selbstattribution im Genderfeminismus, dürfen solche konventionell betrachtet Konflikte weiterhin wie in früheren Generationen implizit bleiben. Das hat auch eine positive Seite. Bei der Frau sind in kulturgeschichtlicher Dimension Sexualobjekt und Sexualziel nicht so stark verlötet wie bei Mann, also sexuelle Erregung und das, worauf sich die Erregung richtet. Mit dem Reflexivwerden der Moral in der jüngsten Geschichte zeigt sich nun diese schon immer lockerer gewesene Verlötung erstmals in ihrem eigenen Recht und wird nun in einer neuen kulturellen Ausdrucksgestalt sichtbar. Eine dieser Gestaltungen ist, Frauen im Alter von 40 oder 45 oder noch mehr Jahren beginnen eine homosexuelle Partnerschaft. Sie müssen darum nicht unbedingt ein homosexuelles Coming-out vergleichbar dem Mann in unserer Kultur durchstehen. Und es kann auch leicht sein, dass sie nach dem Ende dieser einen homosexuellen Partnerschaft sich nicht weiter homosexuell engagieren und sich nicht performativ als lesbisch bezeichnen werden. Vierter Punkt, Umstellung von Koitus auf Onanie und parakoitale Vollzüge. Ausnahmslos alle wissenschaftlichen Untersuchungen über das sexuelle Verhalten in den entwickelten Industriegesellschaften stimmen darin überein, dass die gesamte heterosexuelle Welt immer inaktiver wird. Abnehmende Koitushäufigkeiten, abnehmende außereheliche Beziehungen bei Verheirateten, also solange sie verheiratet sind, ja, der relativ kurzen Dauer, relative Abnahme der Bedeutung des Koitus innerhalb des Total Sexual Outlet, also der Gesamttriebbefriedigung. Das Onanietabu wird immer durchlässiger. Das paarbildende Koitusgebot, seinen ehelichen Pflichten nachkommen, verliert an Kraft. Was sexuell läuft, gerät zunehmend in den Kreis einer diskursiven Verhandlungsmoral. Auch das ist bei den Homosexuellen schon immer so gewesen. In der heterosexuellen Welt begann dieser Trend mit der Angleichung
der ersten Koituserfahrung und der Masturbationserfahrung der Frau an die des Mannes. Hier sind zwei 1968er Effekte statistisch besonders eindrucksvoll ablesbar. Der statistische Sprung nach oben bei der Frau findet bei den Geburtsjahrgängen 1950 bis 54 statt, also bei den Frauen, die 1968 14 bis 18 Jahre alt waren. Gleichzeitig kommt es zu sexuellen Kommunikationen, die als Cybersex und virtueller Sex bezeichnet werden. In der Hauptsache handelt es sich dabei um nichts weiter als um Onanie mit Hilfe von technologisch avancierten Bildvorlagen. Aber dabei bleibt es doch nicht allein. Der Einfachheit halber skizziere ich vier Grenzfälle. A, also klein a, jetzt kommt groß a. Also A stellt ein Bild oder Wort ins Netz und B lässt sich hiervon sexuell erregen. Dabei kann A eine ebenfalls sexuell agierende Privatperson oder aber ein nicht erregbarer professioneller Pornoanbieter sein. Dann ist die Sache klar. Jetzt, A und B sind Menschen, in der überwiegenden Mehrzahl übrigens Männer, und sie treffen sich in einem Chatroom. Jeder von ihnen hat ein Bild, Wort von sich ins Netz gestellt und jetzt verabreden sie sich zu einer netzbasierten sexuellen Kommunikation. Also es werden Sätze ausgetauscht oder es werden auch noch weitere Bilder ins Netz gestellt. Möglicherweise erregen sie sich gegenseitig bis zur jeweils getrennt applizierten masturbatorischen Endlust. Das muss aber nicht sein. Jetzt der dritte Grenzfall. A und B verabreden sich aus dem Chat heraus zu einer Fortsetzung der sexuellen Kommunikation am Telefon oder an einem realen Ort. Sache auch klar, das ist kein Cybersex. Jedenfalls Grenzfall D. Von Cybersex dürfte man streng genommen nur bei digital rückgekoppeltem interaktiven Sex mit Datenhelm und Geräten sprechen, die an den Penis oder die Klitoris angeschlossen sind, um die sexuelle Erregung zu messen und danach dann den Bildfluss steuern. Das gibt es, aber das ist eine verschwindende Minderheit von dem, was heute virtueller Sex oder Cybersex oder so irgendwas genannt wird. Das sind Mikroprozente. Interessanter und unbemerkter ist jedoch eine Tendenz, die sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt. Der Orgasmus als Kriterium der Endlust, so Freud, verliert möglicherweise an Bedeutung. Nach der Orgasmusfixierung, die in Anführungszeichen Orgasmusfixierung, die von der sexuellen Revolution der 60er Jahre zugleich vehement betrieben und ebenso vehement verdammt wurde, war eine Entspannung auf diesem Feld als sozusagen normale Reaktion auch zu erwarten. Bei der Tendenz, von der ich spreche hier, handelt es sich jedoch um etwas anderes. Es sind zunehmend heterosexuelle Gesellungsformen zu beobachten, bei denen ganz offensichtlich nach konventioneller Beurteilungsweise etwas Sexuelles stattfindet, aber offenbar kein sexueller Höhepunkt erzielt oder überhaupt angestrebt wird. Dazu gehören etwa sadomasochistische Gruppenunternehmungen, die aufwendig geplant, detailliert abgesprochen und akribisch durchgeführt ein ganzes Wochenende von Freitagmittag bis Sonntagabend in Anspruch nehmen können, ohne dass eine Entladung im Orgasmus stattfinden soll, also beabsichtigt ist. Im Wissensdiskurs oder im Wissenschaftsdiskurs findet diese Tendenz ihren Ausdruck übrigens darin, dass besonders vor systemtheoretischem Hintergrund eine Abschaffung des Orgasmus verlangt wird, weil es die Sache nicht gäbe, die dieses veraltete Wort bezeichne. Also ein Aufsatz aus der Zeitschrift für Sexualforschung heißt Plädoyer für die Abschaffung des Orgasmus von einem Luhmann-Schüler.
Fünftens und letztens, Umstellung der Fetischregel. Beide Partner, nicht mehr nur die Frau, müssen sich als sexy inserieren. Und das heißt, über Fetischattribute am eigenen Körper verfügen. Früher war es vielleicht eine schöne Zutat, wenn der Mann sportlich war, aber es war nicht erforderlich. Er durfte auch stattlich sein. Jetzt sollen beide Partner bodygestylt, parfümiert und sexuell körperbetonend gekleidet sein. Der Satz von Lacan, der Mann hat den Phallus, die Frau ist der Phallus, nämlich der Phallus des Mannes, also behält zwar seine intelligible Wahrheit, verliert jedoch zunehmend seine empirische Pointe. Der Mann muss sich nunmehr selbst nach dem Ebenbilde formen, nachdem er in der vergangenen Kulturepoche die Frau als Fetisch geformt hatte. Das lässt sich besonders eindrucksvoll an drei mikrohistorischen Etappen in der Durchsetzung des Fitnesscenters zeigen und des Fitnessstudios. Diese Bewegung beginnt natürlich mit den Homosexuellen, die auch hier Avantgarde-Funktion übernommen haben. In den späten 70er Jahren wird für die Homosexuellen, wie Martin Dannecker das genannt hat, die Selbstaustreibung der Weiblichkeit zur Pflicht. Auch die Tunden oder die Tucken gehen jetzt ins Gym. Die Linie führt dann in den 80er Jahren weiter zur Frau. Das alte Schlankheitsideal wird sukzessive umgeschrieben und erhält einen deutlichen Akzent von Durchtrainiertheit und androgener Muskelbildung. Erst zuletzt erreicht die Bewegung den heterosexuellen Durchschnittsmann. Damit bin ich mit diesen fünf Linien und mit meinem Referat am Ende. Vielen Dank. Ja, wir haben noch ungefähr 20 Minuten für die Diskussion. Ich bitte Sie um Wortmeldung. Ja, Herr Türk. Ja, Herr Reiche, im zweiten Teil besonders haben Sie natürlich geglänzt mit der ganzen empirischen Fülle des erforschten Materials. Ich habe das übrigens als eine Art Fortsetzung auf anderem Gebiet, also eine Metabasis eis allogenos, dessen empfunden, was ich gestern, das können Sie nicht wissen, waren Sie nicht da, hier unter dem Begriff der Deregulierung ausgeführt habe. In der Tat eine Form der Deregulierung der Sexualverhältnisse. Und es wäre interessant, das noch einmal in Bezug zu setzen mit der Deregulierung, die wir auf anderen Gebieten erleben. Es leuchtet mir auch ein, dass Sie sagen, hier mit dem Begriff der Ich-Schwäche zu operieren oder einer zunehmenden, also diese Deregulierungsphänomene als permanente Ich-Schwächung zu bezeichnen, das ist nicht haltbar. Und insofern leuchtete mir auch dieser Punkt Ihrer Adorno-Kritik ein, der sich ja, wenn ich es recht verstanden habe, gespeist hat aus der Zusammenschau von Entstehungsphase der Psychoanalyse als dieser letzten Phase, wo der Konkurrenzkapitalismus noch nicht kriegerisch geworden ist und zugleich der Überlegung, naja, das fällt auch in die Kindheit der Autoren Horkheimer und Adorno. Und das gibt so eine ursprungsmythische
Konstellation. Nun ist es so, also Adorno, also mir leuchtet ein, wenn Sie sagen, es steckt bei Adorno da ein verfallstheoretisches Moment drin. Da gab es damals diese liberale Phase. Sie sprachen von den intakten neurotischen Verhältnissen in einer intakten Familie, in einer intakten Gesellschaft. Und dieses verfallstheoretische Moment ist problematisch. Ich frage mich aber, ob es das Einzige ist, ob nicht bei Adorno gerade auch in der Abkehr von expliziter Psychoanalyse und psychoanalytischer Theorie sein Begriff von zunehmender Ich-Schwäche eine Gegenseite hat, nämlich eine zunehmende Einsicht in die Schwäche der psychoanalytischen Theorie, nämlich was ihr Grundmuster betrifft. Ich war doch einigermaßen erstaunt, dass bei all den Flexibilisierungen oder Deregulierungen, wenn ich es mal so nennen darf, der Sexualverhältnisse, für sie umgekehrt das Freudsche Modell, ich, es, über ich, einfach wie die Wacht am Rhein fest in den Boden gestampft stehen bleibt und sie einfach nur so ein bisschen mit diesen drei Bausteinen rumschieben. Während der Adorno an der Stelle doch offenbar eine hohe Skepsis gegenüber dem, sagen wir mal, etwas mechanistischen und undialektischen dieses Modells empfunden hat und das sicher einer der Gründe des Implizitwerdens oder dieser doppelten Form der Aufhebung der psychoanalytischen Theorie bei ihm zur Folge hat. Und meine Frage ist eben, ob nicht diese Kritik am Ursprungsmythos, die mir durchaus einleuchtet, nicht auch auf Freud selbst und das gerade eben in dieser historischen Situation und mit einer gewissen Unvermitteltheit erfolgten Konstruktion dieser drei Instanzen zurückschlägt. Und da fand ich es ein bisschen arglos an der Stelle. Ja, vielen Dank, Herr Türke. Ich möchte sagen, Deregulierung wird natürlich für meine Zeitdiagnose auch passen, aber Deregulierung gefällt mir nicht, dass in Deregulierung unterschlagen wird, dass auch in Deregulierung reguliert wird. Ja. Das ist das. Das gehört ja zur Paradoxie dazu. Und auch in den jetzigen, sozusagen in dem Trend, falls da irgend empirisch was dran ist, wird weiter reguliert. Ja? Weil immer neu ausformuliert wird kulturell, was zu sein hat und was geht, oder ich kann auch so sagen, was geht und was nicht geht. Ja? Zum anderen, zum Ich, mache ich nochmal einen Anlauf und sage, Adorno hat die Strukturgesetzlichkeit der ödipalen Triade nicht verstanden. Ja? Er hat nicht verstanden, hat sich nicht wirklich Mühe gegeben, dass der Mensch zum Menschen wird, ja? indem er durch das, was wir heute die Dreiheit nennen, hindurchgeht. Also dass es einen Vater, eine Mutter und ein Kind gibt, als drei strukturelle Positionen, dass es dadurch drei Dyaden gibt, die strukturnotwendig oder logischerweise in Konkurrenz miteinander treten und eine Entwicklungsdynamik provozieren und explodieren lassen und wieder zum Einfangen bringen. Also Adorno war zu sehr absorbiert von
dem runtergekommenen Modus, wie Wilhelm Reich und Malinowski damals in der Wilhelm Reich-Malinowski-Debatte die Frage, ist der Ödipus-Komplex universell, diskutiert hatten. Das hat ihn höchstwahrscheinlich gar nicht so sehr interessiert und hat er als Ödipus-Komplex nur das verstanden, sozusagen, was eigentlich nur die primitive Restform des Ödipus-Komplexes ist, nämlich der Bub begehrt seine Mutti. Ja, das ist eine Plattitüde innerhalb der Strukturgesetzlichkeit der ödipalen Triade, die viel schärfer formuliert ist und an die unsere Begrifflichkeit von Ich, Es und Über-Ich gebunden ist. Und weil das nun mal so ist, verzichte ich, wenn ich empirisch zeitdiagnostisch tätig werde, auf jede psychoanalytische Begrifflichkeit. Ja, das habe ich nicht mehr extra gesagt, aber Sie sehen an der Art und Weise, wie ich hier zusammengefasst habe, gibt es kein psychoanalytisches Vokabular mehr, weil das immer in die Irre entweder von Distanzierungen, von wilden Deutungen, von subsumptionsmäßigen Grundannahmen führt und so weiter. Das lasse ich ganz raus, ich trenne das voneinander. Ja? Also man muss die Psychoanalyse verstanden haben, sage ich, ja? Aber es soll nicht mehr auftauchen in der Zeitdiagnostik selbst, der Ausdruck, also Ich und Über-Ich. Ja? Ich habe es jetzt nochmal anklingen lassen, ja? Man kann das vielleicht so sehen, habe ich gesagt, ja? Aber ich wähle andere, ich versuche andere, einen anderen Beschreibungsmodus zu finden. Okay. Ja, weitere Wortmeldung? Bitte. Diese Deregulierung oder wie wir es jetzt auch nennen, ist ja bei Freud schon vorgebildet. Er schreibt in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie zum Beispiel, es ist genauso der Erklärung bedürftig, dass jemand nur heterosexuelle Objekte begehrt, wie wenn er nur homosexuelle Objekte begehren würde. Und Lacan, den Sie eben zitierten, schreibt, il n'y a pas de rapport sexuel. Es gibt keine sexuelle Beziehung zwischen den Geschlechtern, sondern nur punktuelle Begegnungen. Oder er sagt an anderer Stelle mal, die Heterosexualität n'est pas normal, mais normativ. Also sie ist nicht normal, sondern normativ. Nicht das ist also schon bei Freud und dann in der École Freudienne bei Lacan wiederum aufgegriffen, bei Freud vorgeprägt. Nicht? Es ist also nicht als Zerfallsform oder zu nehmen, also als Abstieg oder ein Zerfallen, sondern es ist bereits vorher schon gedacht. Ja, muss ich nicht. Vielen Dank. Also, muss nicht gleich. Ja. Wenn. Sag du mal was zu meiner Zeitdiagnose. Ja, also, wenn ich dazu sagen darf, vielleicht also eher unter methodologischen Gesichtspunkten. Bei Zeitdiagnosen. Also wenn man sie jetzt auf Adornos Werk bezieht, denke ich, muss man immer versuchen zu unterscheiden, handelt es sich dabei primär sozusagen um eine sensible Erahnung von Konstellationen hinter auffälligen oder empirischen Phänomenen oder eben auch nicht auffälligen. Adorno war ja eben er hat ja gerne von Freud diesen Ausdruck benutzt, Abhub der Erscheinungswelt aus der Psychopathologie des Alterslebens. Er wusste genau, dass man aus dem Abhub der Erscheinungswelt, also den unauffälligen Dingen, Konstellationen herausspüren könnte. Und ich denke, das war seine Stärke. Das ist ja vorhin schon mal gestreift worden. Und da ist die Frage, wie kann man, die ich nochmal stellen möchte, wie kann man diese Stärke methodisieren? Das ist das, was uns in den Sozialwissenschaften fehlt.
Zeitdiagnosen können aber auch ganz anders verfahren. Sie können gewissermaßen von analytischen Modellen, die erklärungskräftig sind, die sich bewährt haben, ausgehen und die gewissermaßen durch Straffung und Zuspitzung gewissermaßen und auch eine gewisse Vereinseitigung zu Grabeinstrumenten benutzen, um solche Konstellationen überhaupt erst aufzuspüren. Das wäre eine ganz andere Vorgehensweise. Das ist so ein bisschen wie, was wir zum Beispiel in unseren Forschungen über Forschertypen feststellen. Die können sehr unterschiedlich sein. Es gibt Leute, die sind Spezialisten im richtigen Erahnen und Vermuten. Denen reichen geringe Dosierungen von interessanten Daten und dann entwickeln sie interessante Theorien. Und es gibt andere Leute, das ist eher das Gegenteil, die sind sozusagen sehr scharf im strengen Ableiten und dann in der Konfrontation mit dieser Ableitung mit der Realität. Marx war zum Beispiel jemand, der das beides in gewisser Weise vereinigte. Er war ein sehr treffsicher Erahner in seinen frühen Schriften und er war ein strenger Ableiter in seinen späten Schriften. Und also wenn ich eine kleine Kritik, nicht eine Kritik, aber Einwand, so interessant die Trends, über die du berichtet hast, sind, eine Zeitdiagnose war das für mich eigentlich noch nicht. Eine Zeitdiagnose würde erst daraus, wenn man jetzt die zusammenhängende Motivik dafür noch weiter explizieren könnte. Und das wird natürlich sehr schwer. Also ob Deregulierung das bringt, da habe ich auch meine Zweifel. Das wäre mir zu grob, also zu eindimensional. Man müsste sozusagen Konstellationen finden, aus denen sich das gewissermaßen, ja, aus denen das sozusagen wie aus einer Puzzlemaschine rausfällt, dass es so sein muss. Ja, kann ich nur zustimmen und muss ich passen. Ja, könnte es sein, Herr Reiche, dass Sie vielleicht unter dem Vorwand so eine Diagnose dieser fünf Phänomene zu machen, vielleicht den alten Entropie Gedanken des 19. Jahrhunderts, diese alte Angst nochmal aufgewärmt haben. Wenn ich mir diese fünf Kategorien und diese fünf Aspekte anschaue, dann sind es eigentlich alles, die sozusagen von der Physik recht abenteuerlich in die Sozialwissenschaften und die Kulturkritik des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts gerutschten Entropieängste. Das, was Sie beschreiben, also diese Homosexualisierung der Gesellschaft, das ist schlichtweg ein Katalog sozusagen, dieses Ausgleich sozusagen von Dingen, die am Anfang unwahrscheinlich waren. Das heißt, sie waren getrennt, ja, wie ein Wasserbecken oder wie zwei Wasserbecken, wo sich die Höhen der Wasserspiegel sozusagen angleichen, wenn ich die Trennwand zwischen diesen beiden Becken nun perforiere oder entferne. Das betrifft sowohl diese sequentielle Monogamie, also ein herrlicher Begriff, Sie haben das ja dann auch exemplifiziert, als auch diese Angleichung im vestimentären oder schönheitspflegerischen Gebaren. Das betrifft sozusagen diese, man könnte auch von der Entropierung sozusagen, des Orgasmus wäre die klassische Negentropie, ja, also man treibt es und dann gibt es einen Höhepunkt, also eine Ereignisverdichtung, ja, könnte man sagen, und daraus wird dann nur noch so ein Petting oder so ein Spielsex, der sich sozusagen perpetuiert eigentlich, oder perpetiiert, könnte man neologistisch formulieren. Also die Frage, steckt da nicht eine ganz, ganz restriktive und sehr, sehr alte kulturpessimistische Vorstellung dahinter? Jetzt möchte ich mal noch eine Ergänzung dazu, was Sie zum Beispiel völlig weggelassen haben in Ihrer Zeitdiagnose ist, dass es ja auch einen Gegentrend gibt. Also wenn Sie zum Beispiel an diese ganzen Muskelstudios denken, nicht die Wellnesswellen und dergleichen, da gibt es ja nicht nur das Moment der Angleichung, der stärkeren Androgenisierung, sondern Sportwissenschaftler analysieren dort ja auch Tendenzen sozusagen wieder der Geschlechterkonstruktion. Und wenn Sie an das Hollywood-Kino zum Beispiel denken, dann haben Sie sowohl die Tendenz, die Sie exemplifiziert haben, als auch die gegenteilige Tendenz. Also wenn Sie an Lolo Ferrari denken, die gestorben ist, von der durften ungefähr 20% nicht beerdigt werden, weil das Silikon in ihren Brüsten war, das so riesig war. Das ist ja ein Versuch im Grunde genommen, sozusagen wieder sexuelle Polarisierung oder Negentropie aufzubauen, um jetzt immer in dem Bild zu bleiben.
Das muss man dann auch mit einbeziehen. Das haben Sie aber dann vernachlässigt. Naja, ich möchte mal, also das ist ein sehr interessant, ist das Mikrofon an, ja? Das ist ein sehr interessanter Gedanke, das unter Entropie zu fassen. Also möchte ich mal ganz naiv sagen, falls das so sein sollte, das ist mir nicht bewusst gewesen. Denn das, was ich Ihnen vorgetragen habe, habe ich Ihnen nicht unter dem Vorzeichen von es bildet sich etwas zurück, es wird etwas schwächer, darstellen wollen, sondern unter, das ist die gemeinsame Klammer, sondern es verschiebt sich etwas, es verändert sich etwas. Ich glaube nicht, dass das, was ich dargestellt habe, dass das Rückbildungen sind oder dass das, wie Sie es nochmal schön zusammengefasst haben, dass das... Nein, ich finde, da kommt überhaupt nichts Pessimistisches. Da kommt überhaupt nichts Pessimistisches und auch, wissen Sie, diese Gesellschaft, auch wenn die Kinderzahlen zurückgehen, wird die Menschen werden ihren Weg finden, wie Kinder auf die Welt kommen. Ja? Das wird eben sehr viel mehr Computer unterstützt und sehr viel mehr PID unterstützt und sehr viel mehr extrakorporal geschehen. Das ist zweifellos so. Ja? Das wird in 30 Jahren wird es sehr viel anders sein. Aber deswegen gibt es keine Entropie, sondern es ist eine Umstellung, ja? oder die Menschen werden viel älter werden. Ja? Es wird das Verhältnis von Kindern und Alten wird sich drastisch verändern, alle solche Dinge. Aber ich bemühe mich, das nicht unter dem Vorzeichen, also weder unter dem Vorzeichen von Entropie noch unter dem Vorzeichen besonders nicht von Psychopathologie zu sehen, sondern es sind kulturell neue Bildungen, die in denen ausformuliert wird, die grundsätzlich erhalten bleibende Es-Ich-Über-Ich-Struktur, sage ich. Also ich würde gerne einen kurzen Kommentar dazu. Ich denke, dass man das in das Bild erstmal sehr reduziert geben könnte, dass du eigentlich einen Vorschlag gemacht hast, sagen wir mal, einer relativ invarianten Struktur von Parametern und probierst, was kommt raus, wenn diese Parameter Umbesetzungen erfahren. Das scheint mir ein sehr fruchtbarer Ansatz zu sein, denn der interessante Punkt in dem, was du dargelegt hast, ist doch jetzt genau die Frage bezüglich des Problems der Ich-Schwäche, um das nochmal aufzunehmen, ist das, wie Sie es gedeutet haben, jetzt Entropie? Man kann auch eine ganz andere Deutung haben und kann sagen, das, was früher scheinbar strukturierter war oder erschien, ist auf die Rechnung sozusagen von Institutionen und Normierungen zu setzen gewesen und von Normalitätsentwürfen, die vergleichsweise starr waren und entsprechend auch eine geringere Individuierungs- und Ich-Leistung abforderten, während heute sozusagen aufgrund der sozusagen doch enorm beschleunigten Ausdifferenzierung von Institutionen, also du hast das Beispiel des abstrakter werden von Sozialräumlichkeiten, dass man also zum Beispiel nicht mehr in derselben Weise sozusagen physisch sesshaft ist und gewissermaßen seinen Sozial- und Identitätsraum mit sich herumtragen muss und überall wieder von sozusagen aus eigenen Kräften errichten muss. Das sind ja Individuierungsleistungen, die hinter den Trends, die du geschildert hast, stehen. Und dann würde man das ganz anders deuten müssen, nämlich als Ergebnisse von Individuierungsleistungen. Und das ist eben sehr die interessante Frage, was ist daran möglicherweise Psychopathologie und was ist daran ein Individuierungs... Also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigen müssen, bei Tattoo und wie heißt das Zeug? Also, Entschuldigung, habe ich den Namen Piercing. Piercing, ja. Ist das möglicherweise eine kreative Form, auf das Individuierungsproblem zu reagieren? Ist es möglicherweise dem Coping entsprechend eine kreative Form, mit Traumatisierung zu verarbeiten? Oder ist das unter Umständen Ausdruck von Psychopathologie? Und das kann sogar gemischt zusammengehen in konkreten Fällen.
Und das, aber Individuierungsleistungen sind immer daran beteiligt. Naja, ich habe das Problem, also einen Rahmen zu nennen, für was daran ist Psychopathologie, ja? Den wollte ich extra weglassen. Das hätte wieder so viel methodologische und normative Voraussetzungen gegeben, da wäre ich eine Stunde damit beschäftigt gewesen. Also, der Hintergrund für Psychopathologie sind einerseits, werden Grundrechte verletzt oder nicht, also das ist Babyficken, Kinderschänden, ja, und ist andererseits süchtiges Verhalten, ja, also zum Beispiel ich bin nicht bereit, Tattoos oder Piercing auf Psychopathologie zu schieben, außer wenn es süchtigen Modalitäten folgt, wie bei Anorexie und wie bei Bulimie. Das gibt es, aber das hat es auch immer gegeben. Das hat es auch immer gegeben, zum Beispiel hat es bei den schlagenden Burschenschaften, selbst bei den schlagenden Verbindungen selbstverständlich welche gegeben. Ja? Die haben geschlagen, bis sie ihren einen Schmiss hatten, den sie haben mussten. Ja? Und es hat welche gegeben, die ein süchtiges, schlagendes Verhalten entwickelt haben. Und es ist sehr schwer, also innerhalb einer Epoche zu differenzieren. Also den ganzen Komplex habe ich extra rausgelassen, um stark zu machen. Und für mich ist auch weil du gefragt hast, der Motivik, für mich ist eigentlich intuitiv klar, dass diese Linie, die ich angedeutet habe, also in der groben Zeitdiagnostik und auch in meiner speziellen Homosexualisierung, dass die sozusagen im Trend der kapitalistischen Entwicklung ist. Ja? Das finde ich selbstverständlich, also mit Stichworten dass das Kapital sich aus lokalen Grenzen, von geografischen Hemmungen immer weiter emanzipiert, von schnell wechselnden Online-Erfordernissen, Technologisierung und so weiter und so fort, dann Reinziehung, also dann industrielle Reservearmee, also Verfügbarkeit aller, Verfügbarkeit der Frau wie des Mannes an und so weiter und so fort. Das passt da alles in den Trend rein, den wollte ich, also ich habe noch keine Sprache gefunden und bin es etwas ungeübt, das sozusagen marxistisch auszudrücken, aber das passt in die Entwicklung ganz, das ist selbstverständlich, ja, für mich. Ja, dann machen wir jetzt eine Pause für, ich danke dir sehr für den außerordentlich interessanten Vortrag.